came to play. I came to play. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees. I came to play. Und damit einen wunderschönen guten, ich würde gerade sagen guten Morgen, aber irgendwie, doch Mucke geht, doch irgendwie fühlt sich so an. Eigentlich wollte ich schon ein bisschen früher starten, aber irgendwie hat sich das nicht ergeben, weil wenn du früh um 5 Uhr aufstehst und, nee, nicht früh um 5 Uhr aufstehst, früh um 5 Uhr anfängst zu arbeiten. Moin Torben, und gerade mal 3 Stunden geschlafen hast. Wegen Last of Us, wahrscheinlich, und wegen Energy, ist halt nicht so geil, also habe ich mich als alter Mann nochmal hingelegt und ja, ein bisschen gepennt, ein bisschen verpennt, also eigentlich wollte ich schon seit einer halben Stunde drauf sein, aber was willst du machen? Jo, mir geht's gut, also jetzt wieder, ich hoffe dir geht's auch gut. Was hast du so getrieben die letzte Zeit? Ich weiß gar nicht, weil war ich das letzte Mal da, wann das um, war das am Sonnabend? Oder am Freitag? Ich glaube, am Freitag hatten wir den letzten Stream gemacht. Genau, aber übers Wochenende habe ich ja die ganze Zeit nur Last of Us 2 aufgenommen. Und irgendwie gestern nochmal, nee, vorgestern nochmal und dachte, wäre eigentlich durch, was dann doch nicht der Fall war. Aber gestern habe ich es dann endlich, am Ende muss man sagen, doch irgendwie hinter mich gebracht. Moin, Steffi. War halt, ja, eine, ich sag mal so, nicht so schöne Erfahrung. Hätte ich mir ein bisschen mehr versprochen, aber gut. Ansonsten, gibt es eigentlich noch was? Worum geht's? Ach, da ging gerade bloß kurz um Last of Us 2. Ich weiß nicht, ob wir drüber quatschen wollen oder nicht. Ich meine, ich bin da jetzt damit durch. Deswegen, jetzt kann ich mich, ich will mich eigentlich gar nicht auf das Territorium, sag ich mal, begeben, wo die ganzen Diskussionen waren. Weil ich der Meinung bin, das wird sowieso wieder in 2 Wochen ist das eigentlich allen wieder scheißegal. Glaube ich zumindest. Ja, nee. Also ich war vom Spiel nicht so begeistert. Auch wenn einige Sachen echt gut waren, echt Spaß gemacht haben. Und ich spiele es jetzt auch zum zweiten Mal noch privat durch. Aus Gründen, die halt an dem Spiel echt gut waren. Aber ansonsten so summa summarum, ja. Ist zumindest bei mir jetzt nicht so gut weggekommen. Und ich kann auch Bewertungen jetzt eher nachvollziehen, warum es so schlecht bewertet wurde.
Ich kann aber immer noch den Zeitpunkt, wenn das 12 Stunden nach Release bei einem 35 oder bei einem 30, sagen wir bei einem 30-Stunden-Game, ist immer noch ein bisschen unverständlich für mich, wenn man es nicht selber gespielt hat. Weil das kriegst du halt in der kurzen Zeit nicht durchgeballert. Selbst, ich weiß zwar nicht, wann die einen Tag früher spielen durften, wann die das raushauen durften. Ich möchte sagen, das ist meistens immer so, ob um 12 oder um 2 oder so, also 12 Stunden vorher. Selbst die kriegen das in der Zeit, ja doch, wenn sie durchzocken würden, kriegen sie es schon durch, aber ist halt schwierig, ne? Nee. Ansonsten, ja gut, weiß nicht. Wie gesagt, wenn ihr drüber quatschen wollt, können wir gerne machen. Falls ihr euch nicht spoilern lassen wollt. Ich kann über das Spiel nicht wirklich reden, ohne zu spoilern. Das ist nämlich das Problem. Wenn nicht, dann ist auch gut. Dann, weiß nicht, würde ich wahrscheinlich heute meinen Tagesplan? Einen wirklichen Plan fürs Spiel habe ich heute nicht. Also wir machen heute auf jeden Fall wieder das War of Mine wieder. Obwohl ich mir gerade gar nicht so sicher bin, ob ich da wirklich das komplette Spiel habe oder bloß einen Teil davon. Muss ich mal sagen. Hau mal raus, warum ist schlechter? Oder willst du lieber nicht... Also wie gesagt, ich kann's, wollte es noch selber spielen. Dann will ich nicht weiter, gerade zur Story, nicht weiter sagen. Ich kann sagen, was ich gut fand daran. Aber das bezieht sich halt eigentlich auch nur aufs Gameplay-Technische. Weil der Rest... Ich finde es schwierig, darüber zu reden, ohne auf viele Sachen einzugehen. Und Talim, was du... Ja, sag mal, werde ich nicht machen. Wenn Steffi das noch spielen will, werde ich nicht rumspoilern. Ach so, du meinst mit den guten Sachen. Warte mal kurz, wo war ich? Bei Steffi, Kommentare. Ach so, ja, was du zum Beispiel auch meintest, dass die das wegen... dem lesbisch sein und so, dass sie das deswegen teilweise extrem scheiße bewertet haben, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Weil zum Beispiel beim DLC von ersten Last of Us Teil wurde das auch schon thematisiert. Also man weiß das eigentlich auch schon vorher. Ich hatte es ehrlich gesagt auch nicht so auf dem Schirm, wo ich damit angefangen hatte. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, die Story, die wir da mit den Beten gespielt haben, war eigentlich quasi dasselbe. Das kann ich auch null nachvollziehen. Was an dem Ding an sich, also was am meisten Spaß gemacht hat, waren, klar, die Grafik und so sieht super aus, sollte man bei AAA-Sachen, glaube ich, auch, kann man sagen, voraussetzen? Also es ist eigentlich schon normal, ne, dass grafisch halt super aussieht. Die Orte waren echt nice gewesen, es spielt der ganze in Seattle, größten, also die ganze Zeit eigentlich, und die haben die Stadt halt echt gut eingefangen, gerade so in diesem postapokalyptischen Stil, den sie dann da gefahren sind, ne, ist ja klar, haben sie echt nice gemacht. Aber vor allem das Gameplay hat mir echt gut gefallen. Also das Gameplay an sich, halt mit dem Rumsneaken, mit dem Rumschnetzeln, wie du dich bewegst, kannst du auch irgendwann später, kannst du auch mehr oder weniger Combo-Kills machen, aber das halt auch nur am Rande. War eigentlich mit das Positivste, außerdem auch so eine Sammelsachen. Also du kommst dann irgendwann halt in das Spiel rein, du kannst halt dann, was weiß ich, Schriebse finden von Leuten, die was hinterlassen haben, oder auch Karten sind das, halt auch Sammelgegenstände, relativ viel. Da habe ich probiert auch komplett, durchs komplette Let's Play alle mitzunehmen. Und wie ich dann gestern festgestellt habe, in meiner ersten Runde so privat, dass, wenn man nebenbei quatscht, dass man doch echt viel übersieht. Also, dass man nicht so einen krassen Fokus drauf hat. Das will ich halt jetzt auch nachholen. Auch das mit den Waffen aufwerten und die Skills aufwerten und sowas, das macht eigentlich mit am meisten Spaß. Es gibt noch ein paar Sachen, die sind gut bei gewisse charakterliche Sachen und sowas, aber da will ich jetzt nicht weiter ins Detail gehen, weil, wie gesagt, wenn Steffi das noch spielen will, dann kann ich da nicht weiter zu sagen, ohne was zu spoilern. Ansonsten war es das eigentlich auch schon fast. Also ich habe noch nie irgendwie so Punktesystem gemacht, so von 0 bis 10, ne? Wie das bei dem ist, aber... Aufgrund der Thematik, dass das halt bei Metacritic so zerrissen wurde von den Nutzer-Reviews her, habe ich das dann einfach mal gemacht und bei mir ist gerade auf, naja, was habe ich gegeben? 4,5, glaube ich. Ist schwierig. Ist zwar auch alles extra so gemacht worden und soll auch polarisieren und so eine Geschichten.
Aber ich bin Gott sei Dank auch in der glücklichen Position, dass der erste Teil mich nicht so gepackt hat oder nicht so gefesselt hat, auch von den Charakteren nicht, dass ich da jetzt das nicht so extrem krass finde. Aber ich kann halt Leute verstehen, die den ersten Teil sehr gefeiert haben, warum die dann von dem auch enttäuscht sind. Aber wie gesagt, das soll jeder für sich dann selber entscheiden, indem man es auch selber spielt, ist zumindest meine Meinung. Weil du kannst zum Beispiel die Sachen, die mir so Spaß gemacht haben, gerade mit dem Gameplay-Technischen her und wie du welche Sachen angehen kannst, auch das das Rumsuchen ist ja relativ offen, ne, kannst du halt meiner Meinung nach erst entscheiden, auch wenn es, also für dich selber entscheiden, wenn du es halt auch selber gespielt hast. Ansonsten nur durch Spoiler oder sowas, du kommst dann dieses Feeling gar nicht rein. Aber ich glaube, in meinem Let's Play selber merkt man auch, dass ich am Anfang sehr, sehr begeistert war, dass das aber peu à peu immer nachgelassen hat. Habe ich noch nicht so krass Erfolg. Probier es einfach mal aus. Also, vielleicht, wenn es irgendwo im Angebot ist oder so, wenn du halt da ein bisschen aufs Geld gucken willst. Lohnt sich, glaube ich, schon mal gespielt zu haben, aber das kommt halt darauf an, wie das gerade der erste Teil so auf dich vielleicht wirkt. Wie gesagt, für mich war der erste Teil jetzt auch nicht so krass gewesen. Es war okay. Und da ist auch dann gut. Deswegen habe ich von dem Teil jetzt auch nicht mehr, wesentlich mehr erwartet. Ja, aber ich denke mal, trotzdem mal reingucken. Oder mal selber durchspielen. Kann man schon mal machen. Ach, den hast du schon gespielt. Leih ich mir nur aus. Okay, kann man auch machen. Also wenn du dann bleib aber da am Ball. Wie gesagt, ich habe jetzt mit, also ich weiß nicht, inwiefern das stimmt oder wie das Spiel das zählt. Ich habe da ein bisschen das Gefühl, dass wenn, dass das nicht alles, okay, und so oft gestorben bin ich eigentlich gar nicht, ich weiß nicht ganz genau. Aber ich habe halt für den kompletten Durchlauf mit eigentlich in Ruhe gucken und sogar auch noch alles vorlesen. Aber ich glaube, wenn der Zettel eingeblendet ist, dann wird das nicht weiter gezählt. Glaube ich zumindest. Halt 30 Stunden gebraucht. Und ich glaube, viel länger braucht man noch nicht. Weil ich habe mir da wirklich versucht, Zeit zu lassen und alles zu erkunden oder so. Habe auch so ein Secret-Ding zum Sammeln gefunden. Davon gibt es zwei. Ich habe leider nur eins gefunden, was ein bisschen schade war. Das zweite hätte ich auch gerne gefunden. Aber hey, man kann halt nicht alles haben. Aber dafür spiele ich es ja jetzt nochmal privat nochmal so durch. Ich hätte, glaube ich, auch überlegt gehabt, das noch eventuell noch mal im Stream zu machen auf Hardcore-Modus, aber ich glaube, das werde ich mir schenken. Dafür hat mir das dann doch nicht wirklich so viel gegeben, dass das, naja, dass man es machen müsste. Außerdem, es läuft ja dann eh auf dem Kanal. Ich schätze mal einen Monat oder so. Es wird, glaube ich, auch voll. Ich weiß, ich habe noch nicht alles geschnitten oder noch nicht alles gerendert, deswegen weiß ich nicht, wie viele Folgen es da gibt. Aber es durfte sich, glaube ich, jetzt noch knapp einen Monat oder so. Ist schon. Und das bei Dreiviertel bis Stundenfolgen. Alles. Oder immer. Oder, naja, nicht immer, aber fast immer. So, gut. Alles klar, das war's. Zumindest mein Teil. Zu Last of Us 2. Wie gesagt, gameplay-technisch und so. Wunderbarchen. Aber es gibt halt einige Punkte. Ich glaube, ich habe bei noch keinem Spiel am Ende. Weil ich bin ja davon ausgegangen, dass die Credits relativ lang sind, was komischerweise nicht der Fall war. Ich habe, glaube ich, am Ende noch nie so viel gelabert. Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde oder so Monolog geführt, was halt gut war, was halt schlecht war, auch mit den, wie es bewertet wurde oder wie es rüberkam, was Metacritic teilweise selber für eine Scheiße gemacht hat als Bewertungsplattform. Ist halt, ja. Ansonsten, wen das vielleicht interessiert oder näher interessiert, eine spoilerfreie Geschichte, ich fand das zumindest ganz interessant zu sehen, von den, naja, wie das Fanlager sich gespalten hat. Auf jeden Fall bei Game Omad mal vorbeigucken. Der macht ja sonst, das Format heißt, glaube ich, Gaming-Sünden. So ein bisschen auf Satire-Spiele, was heißt verscheißern, aber teilweise so Offensichtlichkeiten, die gar nicht reinpassen, so humoristisch aufarbeiten, sagen wir es mal so, oder auch die Story, das ist aber halt, dann da wird dann halt die komplette Story von Spielen auch gespoilert. Aber das kann man sich auf jeden Fall mal geben, wenn man schon irgendein großes Spiel so durch hat, der macht das ganz gerne mal. Stehst du so auf Mafia-Spiele? Hast du ja Mafia. Also wenn du jetzt die Reihe meinst,
bin ich noch ein bisschen unentschlossen, muss ich sagen, weil eigentlich wollte ich auch schon längst Mafia 2 rausgehauen haben. Ich habe das auch mal angefangen, aber irgendwie, weiß ich nicht, hat das nicht so gefruchtet. Das soll auf jeden Fall noch kommen, Teil 3 auch, aber wann, ich weiß nicht. Wie gesagt, den zweiten Teil habe ich angefangen, aber irgendwie, ich habe den nur so privat mal angespielt, aber nach einer Stunde oder so war da irgendwie so, ach, weiß nicht, gerade nicht so Lust drauf, vielleicht lag es auch am Tag oder so, soll auf jeden Fall noch kommen. Also es ist eine der Reihen, die auch noch vollständig, es sind ja bloß 3 Teile, aber die zumindest vollständig auch auf den Kanal kommen werden. Der Pate. Wäre, glaube ich, ein interessantes Thema. Könnte, ich, gut ist ja, ich habe ja heute mal endlich mal mit Stift wieder am Start, ne? Ups. Ich muss mal gucken, also das Problem ist halt, ich habe für den Nachmittagsspot und abends für den Horrorspot habe ich mir jetzt schon so viel Spiele eigentlich rausgesucht, dass da erstmal noch eine ganze Weile was kommt und auf eine Sache nach Last of Us freue ich mich sowieso schon sehr, aber da will ich ehrlich gesagt noch nichts zu sagen, weil da habe ich mich mal wieder an Endscreen gesetzt. Deswegen, da will ich noch nicht sagen. Aber Pate, ich werde es mir mal aufschreiben. Muss ich gucken. Das Ding ist, ich wollte ja auch, ich habe ja auch noch einige Spiele so auf meiner Wishlist bei Amazon. Auch ältere Sachen, die schon Ewigkeiten oben sind. Und da ich ja in, knapp anderthalb Monaten Urlaub habe, wollte ich dann mal mehr oder weniger eine Großbestellung rausschicken, dass die halt auch ankommt, wenn ich da bin. Weil ich finde das total nervig, wenn ich mich bei einer Plattform, ich glaube, das war bei Medimobs, habe ich mich selber mal angemeldet gehabt und habe da eigentlich auch, wenn jetzt Spiele ab 18 oder so sind, ich habe da auch extra mein Alter verifizieren lassen mit dem Perso, was aber irgendwie komischerweise nicht mehr gilt. weil so jedes Mal, wenn die das dann herschicken und ich bin halt nicht da, weil der Postbote jetzt mal um 11 kommt oder so und da bin ich halt immer auf Arbeit, ist das halt nervig, weil ich dann jedes Mal anrufen muss, bitte schicken Sie es dahin, dann kann ich es mir erst später holen. Ja, deswegen wollte ich das mal eine Großbestellung machen, dass in meinem Urlaub dann alles kommt an dem Tag. Und wenn das nicht gerade Umkosten sind, weil, also ich weiß nicht, wie viel der Pate da kostet, kann ich das gleich mal mit dazu hauen. Weil ich stelle mich da so ein bisschen an, wenn zum Beispiel, wenn ich das Spiel halt gar nicht kenne und das relativ teuer ist. Ich glaube, das hatte ich sogar bloß bei Project Zero mal gehabt. Wo ich den ersten Teil mal gekauft hatte. Der hat gerade mal, weiß ich, 5, 6 Euro gekostet oder so. Mir dann aber so gut gefallen hat, dass die weiteren Teile, die haben halt, glaube ich, da 35 und 45 Euro und das für ein PS2-Spiel gekostet, was mir dann aber egal war, weil da wusste ich, es wird wahrscheinlich sehr gut werden. Aber ansonsten, falls das Ding, wie gesagt, da muss ich gucken, was das preislich sagt. Ansonsten bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. So, Judy, bevor ich noch eure Lebenszeit weiter mit Gesabbel verschwende, mehr oder weniger, würde ich jetzt mal ins Spielchen reingehen. Ich habe mir das, was ich mir das letzte Mal so alles auf kleinen Zetteln geschrieben habe, was total unübersichtlich ist, habe ich mir jetzt mal auf einen großen Zettel gemacht. Oh, Gott sei Dank geht das. Mir ist gerade eingefallen, ich habe nicht mal überprüft, ob jetzt der Übergang funktioniert, weil es ist ja nicht das erste Mal, oder wenn ich das erste Mal, dass wir kein Bild haben. Halt, ich muss ja nochmal hier. Mach mal aus, so. Geht auf jeden Fall. Ne, ich habe es mir auf einen großen Zettel geschrieben, alles, was ich für mich wichtig fand. Ich weiß, da steht zwar eigentlich auch mehr oder weniger dabei, aber ich finde es halt so für mich besser. So, was ich bloß komisch finde, wo ich nach Thumbnails geguckt habe, habe ich da irgendwie gefühlt vieles Verschiedenes. Danke, Steffi. Gefunden. Und hier steht ja This War of Mine, The Little Ones.
Nur kam mir irgendwie der Gedanke, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, dass das nur ein DLC, sage ich mal, zum eigentlichen Spiel ist oder nicht. Es kommt mir nicht so vor, weil, wie gesagt, ich habe mal durch die Trophäen geguckt und da ist halt sehr viel mit den Kindern. Oder ob das integriert ist gleich drin, ich bin mir halt nur sicher. So, was aber ihr wahrscheinlich nicht, oder denke ich mal, nicht wissen werdet, ich bin nicht gestorben beim letzten Mal. Ich hänge immer noch mit dem Alten hier rum und komme auch irgendwie großartig nicht weiter, weil die ganzen Orte, wo gerade Kampf herrscht, kann ich ja nicht besuchen. Deswegen, ich weiß nicht, wann ihr ausgestiegen seid, bei welchem Tag, aber okay. Am PC musste ich das extra kaufen. Ich möchte bald sagen, für die PS4 haben sie es gleich mit reingehauen. Aber die Nacht war ruhig. Ja, er ist halt hier. Ist er am Sterben? Was ist denn? Hungrig, leicht verletzt, deprimiert und müde. Er will halt nicht draufgehen. Das, also ist ja an sich nichts Schlimmes, wenn er jetzt nicht draufgehen will. Aber ich glaube, ich habe auch gar nicht mehr weiter. Und ich weiß nicht, warum das Spiel ab einem gewissen Zeitpunkt, habe ich zumindest das Gefühl, in diese große Optik geht. Weil sonst haben wir es ja wesentlich mehr dran gehabt. Was ich nicht so ganz verstehe. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich überhaupt habe. Vielleicht habe ich jetzt nochmal ein paar Orte. Okay, ich habe Teile. Wollte ich mir irgendwas machen? Okay, ich habe auch Bücher. Ja, komm. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, müsste ich vielleicht noch mal gucken. Ach so, ich könnte ja auch. Ja, egal. Weil ich dachte ja, okay, ich werde noch ein, zwei Orte absuchen und dann war's das. Dann wird er wahrscheinlich sowieso selber drauf gehen. Will er aber irgendwie partout nicht. Deshalb wollte ich mir, glaube ich, noch einige Sachen basteln. Genau, das war glaube ich, mein letzter Stand gewesen. So, mal gucken. Ich habe ja einiges an Teile geholt. Ich habe aber nicht viel Holz. Ich könnte das zwar auch noch upgraden. Kräuterwerkstätte. Aber so richtig, okay, für Kleintiere. Die einzigen Kleintiere, die noch übrig sind, scheinen Ratten zu sein. Dennoch gilt Fleisch als seltene Ware in Kriegszeiten. Eine Falle für Kleintiere tergisch. Ja, weiß ich halt nicht. Ich meine, wenn ich jetzt hier schon am Rande von was weiß ich bin, ich platziere es mir hin, kann ich ja vielleicht mal gucken, wenn ich nicht gerade erschossen werde, ob das was bringt. Ja. Der mit der Depression, also ich will jetzt mich nicht über Depression lustig machen, aber das nervt. Da der jedes Mal Pause macht. Das war am Ende letztes Mal auch so gewesen, dass der jedes Mal meckern musste und hat dann aber trotzdem gemacht. So ein bisschen schlafen müsste ich, glaube ich, mit ihm auch noch, ne? Ja. Ich will halt bloß sehen, ob das was bringt, ob wir damit selber mit Fleisch herstellen können. Was war denn das nochmal? Das war der Ofen, ne? Ja, das war der Ofen. Was ist denn er da? Ich habe Sachen zum Tauschen. Ja, geh weg, Mann. Ich habe eh nichts. Was können wir denn hier noch herstellen? Aha. Okay, Messer mal nicht. Ich hatte mir auch überlegt gehabt, wirklich bloß in Gefahrgebiet mich zu begeben, wenn ich Waffen habe. Weil gefühlsmäßig bringt mir das sonst nichts. Sonst werde ich wieder sterben. Hi Sonja. Du musst noch einen Köder in die Falle legen, sonst fängst du nicht. Okay, das macht sogar Sinn. Aber ich kann. Ah! Ach, das kann ich auch als Köder verwenden. Einzahl. Nee, kann ich nicht. Dauer unbekannt. Okay, wir haben ja einiges. Alter, pack das Ding da rein. Das kann nicht so lange dauern. Ah. Aber danke für den Tipp auf jeden Fall. So, kann ich das Ding hier eigentlich aufwerten? Kann ich nicht, weil mir fehlt Holz. Ansonsten herstellen kann ich sowieso weiter nicht. Bestandteile haben wir relativ viel. Dann würde ich wahrscheinlich dann nochmal Holz holen gehen. Oder kann ich das hier aufwerten? Fehlt mir auch Holz. Und komische Zahnrädchen. Okay. Heißt also, ich gehe pennen. Und dann mal gucken, wie weit wir kommen. Ach nee, Quatsch. Ich kann ja gleich Tag beenden machen. Geht ja viel schneller. Geht eigentlich ganz gut.
Hab mich Gott sei Dank ausgeschlafen, nachdem ich nur 3 Stunden letzte Nacht gepennt habe. Aber hey. Jetzt scheint es wieder erstmal zu gehen. So. Bombardierte Schule hatte ich noch nicht besucht. Also ich habe sie mir aber aufgeschrieben. Hier habe ich viele Bestandteile und Holz und wenig Gefahr. War ich da noch nicht gewesen mit ihm? Okay, das war ja das mit den Kämpfen, genau, was ausgegraut war. Na gut, dann gehe ich nochmal in die Schule. Habe ich mir auch noch nicht aufgeschrieben, was ich brauchen könnte. Also... verkackten Spaten können wir mal gebrauchen, oder? Ich mal gucken. Wie geht's dir denn so, Sonja? So, Abrinder. Ich möchte sagen, ich war hier schon. Okay, die Bestandteile brauchen wir auf jeden Fall. Und für ein Messer. Mal gucken, vielleicht... also es dürfte auf jeden Fall besser gehen. Ist da jemand? Ne, da oben. Doch. Da ich aber, glaube ich, augenscheinlich schon mal hier war. Grüße. Alter, hat der gerade eine Waffe. Was will denn der? Oder wird es jetzt doch... Warte. Der hat doch eine Waffe, oder nicht? Alter, geh mal weg, Junge, mit deiner Kackflinte. Was will denn der? Nein, nicht runter, Junge. Mach keinen Scheiß. Okay, was braucht man? Holz braucht man hauptsächlich, ne? Ich nehme auch mal ein paar Materialien noch extra mit. Brettanzug, genau. Das Problem ist, der wird mich doch gleich... nein, Alter, geht... oh, shit. Ja. Runter. Ja, Mann, ich hau ja schon ab, Mann. Lass mich in Ruhe. Wollt ihr mich verarschen? Geht weg. Das hat ja mal gar nichts gebracht. Das Lustige ist, wenn ich... ah! Ich wollte gerade sagen, das Lustige ist, wenn ich schnell genug bin, kriegen die mich nicht. Oder könnte ich rechtzeitig schießen? So. Ja, mach hin hier. Scheiße, ich nicht so... ach, komm. Aua. Warte, ich will noch was probieren. Na! Okay, ich hau hier ab. Die Schule ist scheiße. Schule ist echt... wir einigen uns drauf, Schule ist scheiße. Aber an andere Orte kann ich nicht großartig gehen. Ich kann jetzt auch nichts mehr machen, außer mich vielleicht vollmaufen lassen. Und ich hatte noch irgendwo einen Zettel gehabt, wo ich mir das aufgeschrieben hatte, an welchen Tagen die kommen. Diese Nacht war ruhig, okay. Und jetzt haben wir wieder so eine Nah-Dran-Ansicht. Ich weiß aber nicht, warum. Das ist an sich auch nice. Das ist am Anfang ein bisschen schwierig. Also habe ich das Gefühl, auch ein bisschen schwierig zu verstehen. Zumindest war es für mich so gewesen. Aber es wird dann nach und nach. Aber ich kann jetzt gleich mal gucken. Weil wenn wir so nämlich komplett... ach so. So. Es hat sowieso... Alter, sag mir was anderes. Ich wünschte, ich hätte die Stadt verlassen. Ja. Okay, ich schätze mal, solange das da rumrödelt... ich weiß nicht, wie viel Zeit das braucht. Vielleicht 24 oder so. Also 24 Stunden, dann ist was drin. Mal gucken, falls halt irgendwann mit der Nahrung... falls es irgendwann mit der Nahrung ein bisschen ernster wird. Aber mit ihm wollte ich es ja sowieso eigentlich nicht durchspielen. Warte mal, was brauche ich hier? Ich habe noch Bücher, ne? Ja. Ja, dann Glückwunsch. Aber der ist gar nicht, ich weiß nicht, ich habe mir mal den Anfang angeguckt, ist irgendwie gefühlt nicht so wirklich meins. So, wir machen mal 2. Fieswehr. Erstens, es wird kälter, das sehe ich schon gerade da oben. Fieswehr aber auch, wenn jetzt das Essen irgendwie von einem auf den anderen Tag vergammeln könnte.
So, wir mampfen mal. Und der ist immer noch leicht verletzt, aber von den Pillen und sowas, ich brauche Bandagen, ne? Ansonsten kann ich ja nicht weiter. Ja, ich möchte den Tag gerne beenden, in der Hoffnung, dass vielleicht wieder neue Orte frei werden. Aber irgendwie, wenn da... Also mir kommt das so vor, wenn hier Kämpfe sind, ne? Erstens, die dauern echt lange. Ich glaube, seit Tag 7 oder wann das war, kann ich hier nicht mehr hin. Das ist schon ein bisschen sehr scheiße, weil was soll ich hier noch großartig weiter suchen? Ich weiß halt nicht, was ich... Okay, hier habe ich noch Waffen und etwas Teile. Das Reisebüro war aber... Okay, hier ist Vorsicht geboten. Aber da hatte ich, glaube ich, viel Zeug gehabt. Warte mal, wo war ich rein? Ah, stimmt. Das Problem war ja, ich habe da schon was gestohlen. Jetzt sind die sackig auf mich, ne? Hauptplatz konnte ich nur handeln. Baustelle hatte ich aber noch. Etwas Materialien. Ich glaube, bei Materialien wird hier das Holz bezeichnet, ne? Große Menge Waffen. Brauche ich also nicht weiter. Mögliche Handel. Ich meine, hier habe ich zwar viele große Teile, aber also große Mengen. Brauchte ich beim Reisebüro irgendwas? Schaufel und Dietrich. Toll, Dietrich kann ich jetzt nicht mehr herstellen. Oder habe ich noch Ehen? Doch, ich habe noch Ehen. Aber ich weiß nicht, ob ich den schon genutzt habe. Ich nehme mal Spaßeshalber mit, so. Days Gone habe ich noch nie gespielt. Dann warst du wahrscheinlich auf einem anderen Kanal. Das ist halt, wie gesagt, ich habe den Anfang ein bisschen gesehen, aber es ist auch nichts, was mich irgendwie gehuckt hätte. Deswegen, jo. Okay. Ich glaube, der Spaten müsste auch, oder die Schaufel müsste auch langsam mal dann im Arsch sein. Sind Holz und diese Kisten mit Metallteilen sind Sicherungen und Zahnräder, soweit ich weiß. Okay, aber wie gesagt, ich habe mir aber hier meinen schlauen Schriebs gemacht, wo ich mir alle Orte schon aufgeschrieben habe. Wo ich dann halt auch genau, wenigstens genau weiß. Na! Ja! Alter, kann das sein, dass die aggressiver werden? Vielleicht sollte ich auch erstmal gucken. Alter! Nein! Stimmt, ich habe ja noch die Schaufel. Nein, warte. Psst. Na toll. Ich muss halt wirklich für den finalen Run, den es ja auch irgendwann geben soll. Hä, was? Bist du doof? So. Ernsthaft? Ich bin tot. So viel dazu. Okay, so viel dazu. Aber ist nicht so schlimm. Ich bin ja eh davon ausgegangen, dass ich viel eher sterbe. Ich hätte halt gerne nochmal probiert, oder wie das aussieht, wie lange das braucht, so eine komische, ich sag jetzt mal Rattenfalle, wann wir da Essen rausholen. Ja, Tag 19, ich bin gestorben. Erzähl's mir nichts Neues. Ja, Bruno ist tot. Wir wurden ausgeplündert. Das Blöde ist, ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich mir das aufgeschrieben habe. Weil ich habe jetzt, wann die Überfälle sind. Ich hoffe, das ist nicht random. Ich habe irgendwann angefangen und ab der Hälfte weiß ich nicht mehr, wie habe ich es jetzt gemacht. Wenn ich jetzt in den Tag, wenn jetzt der Tag angezeigt wird, wie jetzt gerade, Tag 19. Oder ob das ist ja eigentlich Tag 18. Deswegen, ich hoffe, ja. Ich hoffe, ich habe mich da nicht... Ist immer Unterschied. Och Mann, Steffi, nimm mir doch nicht meine Hoffnung, Mann. Also Tag 1 ist immer ruhig, Tag 2 passiert auf jeden Fall was. Das war bisher immer so gewesen. Aber vielleicht auch bloß der Anfang. Weil ich wollte ja damit... Ja, ich wollte ja damit ausprobieren, hier mit den doppelten Wachen, dass wir gar nicht mehr ausgeräumt werden. Ach so, das mit der Ratte. Entschuldigung. Dann habe ich wieder Hoffnung. Alter, wie viele Leute kriegt man hier? Boris, Emilia und Marvin? Ich bleib trotzdem mal bei dem. Ich möchte gerne mal...
da es ja anscheinend auch random ist, wie lange das braucht, bis man das durchlebt, möchte ich halt echt bei den dreien bleiben. Meinst du jetzt mich mit dem Essen? Es ist unter der Woche. Da gibt es eine trockene Stulle mit entweder Salami oder Käse. Und das schon seit gefühlt 2 Jahren. Es ist irgendwie immer dasselbe. So, ja, das ist sehr... Das ist ein anderes Haus. Leicht krank ist ungünstig. Und ich habe noch kein Bett. Fuck. Und ich habe noch keine Materialien. Scheiße. Warte mal. Ganz ruhig. Okay, schneller Läufer. Wir hatten sonst mit den dreien immer dasselbe Haus gehabt. Aber wir haben schon eine Werkbank. Okay, was brauche ich für... Ich brauche noch 4-mal Holz. Vielleicht habe ich ja Glück und finde noch 4-mal Holz. Es ist eigentlich cool, dass das auch random ist. Also, dass das nicht jedes Mal dasselbe ist. Aber es verwundert mich halt, weil es ist, glaube ich, mein 3. Anlauf jetzt mit den dreien. Und wir hatten sonst immer dasselbe Haus. Auch die Schauplätze. Oh. Na gut, vielleicht komme ich... Gut, wir merken uns trotzdem. Ich habe bis Tag 8... Ich habe 18 Tage überlegt, Tag 19 war dann gestorben. So, ein Bettchen. Wo ist denn unsere... Wo ist denn überhaupt die Wohnungstür? Ich meine, hier in die Küche will ich es nicht unbedingt reinbasteln. Und das ist mir zu weit unten. Und wo komme ich hier überhaupt raus? Okay, dann mache ich mal hier. So. Ich brauche noch was zum Kochen. Ja. Na gut, er kann noch ein bisschen suchen. Ach so. Ist doch schön. Freut mich. So, er muss dann pennen. Ich meine, mit ihm kann ich ja an sich... Was hatte ich noch gemacht? Wasserspender, ne? Da ist unser Kühlschrank, da ist noch ein Fleisch drin. Ich glaube, einen Wasserspender muss ich noch herstellen. Kann ich denn das schon? Okay, dafür brauche ich Holz und noch so eine Speziteile. Aber ich könnte einen primitiven Herd schon mal herstellen, was auch nicht so schlecht ist. Okay, den packe ich mal in die Küche wieder, wie immer. Ich muss mal die neue Bude erst richtig erkunden, ne? Da oben brauche ich auf jeden Fall die Schaufel. Hier brauche ich auch die Schaufel. Das wird zwar auch so gehen, aber das dauert mir ehrlich gesagt ein bisschen viel zu lange. Und mir ist das Haus ehrlich gesagt ein bisschen zu groß. Warum muss das so riesig sein? Komme ich da durch? Komme ich sogar. Ach cool, dann muss man den Kackberg gar nicht abtragen. So, nehmen wir alles mit. Ist natürlich ganz gut, falls es hier doch mehr Ressourcen geben sollte. Aber das Absuchen dauert halt richtig. Dietrich. Dauert halt relativ lange. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich hier rauskomme. Aber echt viel Shit, ne? Es fehlen wieder Materialien. Aber das Radio war ja auch wichtig gewesen, zwecks gute Stimmung, falls mal Scheißstimmung ist. Ja, komm. Kann der schon was köcheln? Der ist ja ein guter Koch. Aber ich würde halt gern 2 Mahlzeiten gleich machen. Und Holz spare ich mir nochmal auf. Jo. Lull, hier mal nichts. Ich glaube, da unten kommen wir raus. Ich bin mir aber nicht so sicher. Jetzt muss ich erst mal den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Größere Häuser, glücklicher die Menschen. Naja, nee, in dem Spiel nicht. In dem Spiel mit Sicherheit nicht. Aber vielleicht könnte ich hier oben noch mal gucken. Und gerade er, weißt du, er ist leicht krank.
Eigentlich wollte ich ihn Penn schicken. Naja. Ich meine, die erste Nacht passiert noch nichts weiter. Wir werden sowieso in die Bruchbude wieder gehen, um dann einen Haufen Materialien zu holen. Wie es eigentlich immer der Fall ist. Außer die Schauplätze sind echt so random, dass mir das gar nicht erinnert. Und wir haben noch einen Dietrich. Schön. Nee, gehen wir später hin. Gehen wir auch später hin. Werkbank brauchte ich doch auch noch, ne? Okay, da fehlen mir noch Teile. Holz habe ich 12. Brennstoff. Eigentlich die Bücher. Ach nee, das sind ja Teile. Nee, dann suche ich erstmal nach Büchern. Okay, so wie es aussieht. Stimmt, das wollte ich ja auch mal machen. Den ersten Tag auf jeden Fall anhören. So, der Anführer der Rebellen hat uns angewiesen, unsere Zuhörer davor zu warnen, die Front zu überqueren. Okay, das können wir schon. Chillige Musik, wo ist sie? Die kommenden Tage sollen noch schön und warm sein. Das perfekte Wetter für einen Spaziergang im Park. Ja, das wissen wir. Spielt hier keine Musik? Gut, noch ist es nicht wichtig. Aber wir hatten noch so... Okay, ihr spielt klassische Musik. Ich wollte gerade sagen, auf jedem Sender war doch eh immer ein und dasselbe. Aufwerten wird noch nicht gehen. Dafür brauchen wir noch wesentlich mehr Ressourcen, ne? Obwohl es eigentlich geht. Ich wollte ja eigentlich auch 2 Betten. Warte mal. Ein Bett würde sogar noch gehen. Ist das hier, wo das andere ist? Jo. Heißt nämlich, die beiden Herrschaften können sich ausruhen. Das hat beim letzten Mal auch ganz gut funktioniert. Bei der ersten Nacht, ich hoffe, das bleibt wirklich auch dabei, in der ersten Nacht kommt keiner und dann können sie in der zweiten Nacht nämlich die ganze Zeit Wache schieben. Ja, so Beethoven-Gedöns oder was auch das immer sein mag. So, sind wir fertig, der Herr? Und ich glaube, ich habe jetzt schon wesentlich mehr gebaut wie beim letzten Mal. Was echt nicht schlecht ist. Okay, Tag 1 haben wir. Würde ich sagen, beenden wir den Tag und gehen mal auf die Pirsch. Ich gehe mal sowieso davon aus. Oh. Okay, zerstörter Wohnblock. Sonst hatte ich bombardiertes Haus. Aber Autowerkstatt waren wir noch gar nicht. Ist aber wieder Vorsicht geboten, was Kacke ist. Etwas Medikamente, eine große Menge Materialien, eine Menge Lebensmittel. Also eine mittlere Menge, glaube ich. Ich würde aber eher mal bei dem bleiben, weil ich glaube, da haben wir keinen Besuch. So, Marco geht natürlich wieder. Der pennt im Bett, der pennt auch im Bett. Alles klar. Gut, bis gleich. Warte kurz, wie heißt das Ding? Zerstörter Wohnblock. Also vielleicht ist das ja... Ach na lol. Ich wundere, das ist wichtig. Ich brauche hier meinen Block. Nee, Quatsch, ich wollte ja da eine neue Seite machen. Und jetzt ist mein scheiß Zettel runtergefallen, wo die Tage oben stehen, wann die kommen. Warte. So. Okay. Dann werden wir den Oberlehrer hier rausholen. Zerstörer. Wohnblock. Oder ich habe mir das bloß falsch aufgeschrieben. Das kann natürlich auch sein. Das passt. Nehme ich mir einen Dietrich mit? Ich brauche ja erstmal bloß Material. Nee, pass auf. Ich lasse mir den Spot frei. Mal gucken. So. Man möchte ja noch ein paar Stunden sitzen, ne? Nein, alter Typ. Ja, nehmen wir gleich mit. Gehen wir hoch. Okay, da sehe ich schon mal einen Medikasten. Jo, nehmen wir alles mit, wie immer. So, der Kinderwagen ist nicht leer. Ein paar Gegenstände sind darin verstreut. Eine Rassel, eine leichte rote Krabbe. Eine lachende rote Krabbe, also Mr. Krabs. An der ein Baby eitrig gekaut hat.
Und ein halbvolles Fläschchen mit geronnener Masse. Vermutlich eins Babynahrung. Jemand muss fluchtartig aufgebrochen sein. Aber benötigt. Was? Oder benötigen die Sachen vielleicht. Okay. Aber hier sollte eigentlich kein Besuch sein. Okay. Wir haben hier einen Haufen Drehtabak. Das bräuchte man für Dings. Düngemittel sollte ich vielleicht dann auch irgendwann mal mitnehmen. Und die Teile brauchten wir, glaube ich, auch. Waffenteile lasse ich erst nochmal da. Mal gucken. Gemüse. Die Dinger. Da haben wir 4. Das passt. Brauchte ich, glaube ich. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das Gemüse brauchte ich für 2 Mahlzeiten. Oder für nahrhaftere Mahlzeiten. Ich bin mir gar nicht so sicher. Okay. Ach nee, das ist ja. Ich habe auf meinen eigenen Rucksack geguckt, wie viel wir da haben. Teile. Okay, Teile, glaube ich, braucht man sogar mehr. Okay, ist halt wieder von dem. Aha, Säge brauchen wir also. Und hier brauchen wir auch eine Säge, okay. Kann ich mir dann eigentlich gleich mal bald aufschreiben? Ich meine, wir haben ja Zeit, oder? So. Bestandteile. Zahnräder. Und hier brauchen wir auf jeden Fall die Säge. Ansonsten. Achso, Tabakzeug. Weil unser guter Koch ja ständig rauchen will. Ach so, ich bin aus Versehen gewechselt. Ich wollte gerade sagen, warum wurde mir das jetzt. Mein Fehler. Okay, heißt das so? Ich kann wieder nach Hause gehen. Wir können uns was Schönes basteln. Hallo? Hatte ich den? Den hatte ich, glaube ich, noch nicht. Da werden aber bestimmt wieder Holz und Bestandteile. Jo. Und kaputtes Spielzeug. Alles klar. So. Guck mal, was ich für ein schönes Zeug gefunden habe. Mit Sicherheit. Warte. Warte. Es lädt. Warte. Speichert. Tag 2. War ruhig. Okay. Komisch, diesmal sagt das nicht. Okay, ist hungrig, leicht krank und müde. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Okay. Nein. Wo ist denn der Koch? Das ist nicht der Koch. Das ist der Koch. Der pennt immer noch? Wo pennt denn der so lange? So, schieb dich ran da. Ah, kacke. Bücher hatten wir ja keine gefunden gehabt, ne? Und ich habe kein Wasser. Okay, muss ich ja alle einzelnen Mahlzeiten. Was machen wir denn hier am besten? Okay, ach, das braucht 4, das braucht 1. Ja, komm. Heißt also, guter Bubble. Bubble, bastel uns mal Wasserding. Bubble, wir brauchen Wasserding. Jo, können wir eigentlich gleich hier noch hin. Und Typ, bastel du mal noch kurz was fürs Wasserding. Ging doch hier, glaube ich, auch noch mit, ne? Filter. Ach, Filter brauche ich auch so wieder so viele Teile. Machen wir mal 2 her. Ich kann mir, glaube ich, gar keine 3 Essen basteln, ne? Hihihi. Das mit dem Wasser könnte halt relativ lange dauern.
Es braucht 5 Stunden. Ich meine, die Zeit hätten wir an sich. Was? Nein. Nein, nein, nein. Die Zeit hätten wir an sich. Aber was können wir noch basteln? Erstmal auf jeden Fall, Werkbank wollte ich noch. Habe ich es mir mit der Werkbank versaut? Ich habe es mir mit der Werkbank versaut, weil ich keine Teile mehr habe. Fuck. Dann kann ich halt wirklich nicht mehr viel machen. Ich würde es halt cool finden für sowas, dass ich hier vorspulen könnte. Also ich werde ihnen auf jeden Fall erstmal pennen gehen. Problem ist bloß, dann haben die sehr großen Hunger, dann brauchen die trotzdem so viel an Menge. Aber ich habe halt noch kein weiteres Fleisch. Wo gibt es denn viel Essen? Okay, bei einem ruhigen Haus, falls wir das gleich freischalten sollten, wo die 2 alten Leute sind, die wir beklauen können, da gibt es viel. Aber dann ist der da mopsen geht, automatisch gleich deprimiert. Oder kleines Wohnhaus. Da brauche ich eine Schaufel und eine Brechstange, wie was ich mir noch nicht herstellen kann. Schwierig. Eine Vorspulfunktion wäre hier eigentlich echt nice. Aber warte mal, wir haben ja Tag 2. Das Radio war... nein, ach Typ, nein, nein, du legst dich wieder hin. Ich wollte ihn hier oben haben. Das Radio war eins weiter unten gewesen. Ich weiß zwar nicht, ob mir das was bringt, wenn ich mir das jetzt jeden Tag anhöre. Guck mal, ich hoffe, ich wecke den nicht. Okay, spielt klassische Musik. Nö. So, kommende Tage sollen noch schön warm sein. Das ist auch nichts weiter anderes. Ja, das wissen wir schon. Okay, Wetter aktuell. Okay, haben wir leider nichts Neues. Ich dachte, das wird manchmal so sein. Ach, Uhr scheißt dich aus. Ist er müde? Ne, er ist auch bloß hungrig. Kann ich ihn schlafen schicken eigentlich? Verlockend, aber ich habe keine Zeit zum Faulenzen. Eigentlich hast du die schon, ne? Aber die müssen heute Abend Wache schieben. Nicht, dass sie dann morgen rummeckern, nee, ich hab keine, ich bin nicht müde, ich will nicht. Ne? Man kennt's ja. Und er muss noch mal was kochen. So, wie lange brauchen das dann noch? Hinten. Ach, das ist ja da oben. Okay. Aber dass er hier unten überhaupt... Nein, willst du hin, Junge? Dass er überhaupt pennen kann, wenn die Musik so laut spielt, das wundert mich. Mir würde das total auf den Sack gehen. So, was ist jetzt hier mit Wasser? Haben wir es soweit? Endlich. Und ganz, warte mal, bevor wir das machen, geh nochmal hoch. Vielleicht kann ich da gleich noch was weiterhin basteln. Ich habe ja gleich 2 gemacht. Dann sind wir mit Wasser wenigstens so gut aufgestellt. Damit die wenigstens essen können. Ich meine, Marco, der muss zwar nochmal raus, der wird dann extrem hungrig sein, aber hey. Was willst du machen? Dann. Oh nein, Typ. Bleib liegen, Mann. Für den Falschen angewählt. So, wir machen mal hinne mit Essen, weil es ist gleich wieder Nacht. Lol. Genau falsch. Halt. So wird ein Schuh draus. Gut, das passt. Das reicht erstmal. Er ist da durch. Auch wenn mir das nicht viel bringt. Dann futtern wir mit ihm nochmal. Und dann geht's zum Plündern.
Okay, das reicht erstmal. Alles klar, Tag beenden. Yep. So, ganz wichtig. Er steht Wache. Er steht Wache. Er geht plündern. Scharfschützenkreuzung ist aber... Will ich nicht hin, genauso wenig wie hier hin. Baufälliges besetztes Haus. Das Gefahr und hier ist Vorsicht geboten. Ich mach mal Autowerkstatt. Weil, hatten wir auch noch nicht gehabt. Und mal gucken, ob das wieder so ist, dass man dann sehr schnell in ein paar Tagen da gar nicht mehr hin kann. Was gibt's denn hier überhaupt? Mittlere Menge, da. Medikamente. Ich brauche aber erstmal Zeug. So. Wird halt dann für später werden. Ich gehe heute auch nicht davon aus, dass das jetzt ein finaler Run wird oder dass ich komplett durchkomme. Glaube ich ehrlich gesagt gar nicht. Dafür ist das dann doch für mich immer noch ein bisschen zu lang. Oder man muss sich halt auch Zeit lassen. Aber ich würde halt gerne alle Orte erstmal komplett kennen, damit ich mir eine gute Strategie zusammenbasteln kann. Ja. Für den wirklich finalen. Aber ich möchte eigentlich auch noch die anderen Charaktere, damit ich wenigstens weiß, was da für Leute gibt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass dann noch mehr dazukommen. Weil wie viel sind es denn jetzt? 7, 8? Okay. Hungrig und... Aber er ist nur hungrig. Er ist nicht sehr hungrig. Das nehmen wir uns natürlich mit. Jemand hat Folgendes an die Wand geschmiert. Kein Verstecken mehr. Wir sehen uns im Himmel. Klingt ja jetzt schon mal nicht so gut. Ich weiß zwar nicht, was er wollte. Kann ich hier hoch? Weil, ganz ehrlich, wenn ich jetzt mit Marco drauf gehe, dann würde ich viel lieber das nochmal anfangen. Und ich weiß jetzt nicht, ob der mich gewarnt hat, weil ich habe nicht wirklich nachgeguckt. Ja. Aber das Ding ist, ich brauche Essen. Ich brauche unbedingt Essen. Da, nein, nicht Ausgang. Wenn ich jetzt wüsste, ob der bewaffnet ist. Kann ich hier hoch nicht? Doch, kann ich. Wenn ich jetzt wüsste, ob der irgendwie bewaffnet ist oder ob der mir was Böses will. Okay, ich sehe schon, ich brauche, glaube ich, eine Säge. Wir haben da hinten Gitter, das ist sehr schön. Also ich glaube, an jedem Ort gibt es immer viel Holz und viel Dings. Das muss ich mir, glaube ich, gar nicht mehr aufschreiben. Mein Notfalls kann ich es nochmal ablegen. Ja, Säge. Weil dafür schreibe ich mir das zum Beispiel auch auf. Finde ich zum Beispiel wichtig, wo du jetzt was brauchst. Ob es jetzt ein Dietrich ist, eine Säge, eine Schaufel. Doch, eine Schaufel ist sogar richtig. So, mein Herr. Ich hoffe, Sie sind nicht allzu... Guten Tag. Oh, kann ich mit dem handeln? Ach, mit dem kann ich handeln. Oh. Ja, ich hau schon ab. Scheiße, weil ich da jemand geweckt habe. Wenn ich jetzt was durchsuche, macht er mich kalt. Ganz ehrlich, ich will das gar nicht riskieren. Komme ich da vielleicht von der anderen Seite noch ran? Ich gehe mal kurz oben gucken. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ach, ja gut, habe ich vergessen. Ah, warte, vielleicht hier drüber? Die Tür ist vergittert, ja, ich weiß. Und da oben will er nicht hin, oder was? Scheiße. Das mit dem Essen macht mir halt Sorgen. Wo wir das Problem haben, na gut. Ich gehe mal zum Ausgang, weil wie gesagt, ich will es nicht riskieren, dass schon wieder der am meisten mitschleppen kann, relativ zeitig stirbt. Ich glaube, beim letzten Mal war es Tag 7 gewesen. Ist halt ein bisschen doof. Aber ich werde jetzt als erstes, wenn ich zurückkomme, auf jeden Fall Säge kann ich noch nicht, aber zumindest eine Werkbank und dann eine Schaufel. So, mal gucken, jetzt müsste eigentlich, die haben versucht, uns auszurauben. Wir wurden ausgeplündert, aber jemand hat versucht, uns auszurauben. Sie müssen ängstlicher gewesen sein als wir.
Also wir haben gute Arbeit geleistet, genau. Also das passt schon mal. Ich weiß nicht, warum sich jedes Mal die Optik ändert. Ich kann aber auch nicht... Nee, ranzoomen kann ich nicht. Okay, hungrig, gleich krank und müde. Chef... Nee, Chefkoch. Kannst du was basteln? Achso, ich kann sogar gleich ein Essen kochen. Ich würde halt gleich zwei gerne, aber... Er ist hungrig. Ja, leicht verletzt. Ja, mal hoch. Nein, Alter, Marco. Hör auf rumzudaddeln. Wo ist unsere Werkbank? Da oben. Okay. So. Teilwerkstätte. Oh Gott. Ich muss ja sowieso immer hochlatschen, glaube ich. Nee, muss ich sogar nicht. Kam ich durch die Tür schon durch? Ich weiß es nicht. Ich pack das mal hier an. Essen? Okay, ich wollte gerade sagen, ey. Der isst einfach nicht. So. Was gibt's noch Nützlicheres? Nützliches. Ich meine, den Ofen brauchen wir später erst. Erst, wenn es wirklich kalt wird. Und das sollte ja hoffentlich noch ein bisschen dauern. Noch so ein Regenwassersammelbecken. Weiß nicht, weil zwischendurch hatten wir echt gut Dings gehabt. Na. Wir haben in den Häusern viel Wasser gefunden. So. Ich brauche Bestandteile. Na, einen Filter brauche ich mindestens. Wo sind die Betten? Ich lasse ihn erstmal wieder pennen gehen. Was mich halt bloß ein bisschen stutzig macht, sonst war es immer so gewesen. Warte. Ich meine, das kann man halt später nochmal durchlesen. Kommende Tage soll noch perfekte Wetter sein. Okay. Ist auch noch Wetter. Ah, Boguren, aber das, wie gesagt, wenn dann mal später durchlesen, ich möchte nicht jedes Mal das Dings durchlesen. Kommentare soll perfekt sein, ich will die klassische Musik, Mann. Gut, und du gehst, doch, gehst pennen. So, Schaufel auf jeden Fall und Brechstange, Dietrich haben wir noch zwei, ich mach mal eine Schaufel. Wo waren jetzt? Ach, da oben war der verkackte Wassersammler. Ja, weiß ich nicht. Nein. Alles klar, bis zum nächsten Mal, Tom. Viel Spaß. Ist da jemand? Natürlich, ich will nicht handeln. Ich habe noch keine Zeit zum Handeln, Mann. Mache ich schon eine Brechstange, das braucht aber 10 Bestandteile. Ja, komm. Vielleicht habe ich ja Glück und kann hier zu Hause wenigstens irgendwas aufbrechen, wo wir vielleicht was Nützliches finden. Und deshalb habe ich eigentlich bloß die Brechstange gemacht, weil ich dachte, wir müssen so eine Dinger wieder aufbrechen. Wäre ja nicht das erste Mal. Aber wir haben Zeug. Was nicht so schlecht ist. Und die Nacht dürften sie eigentlich wieder pennen dürfen. Okay, da werde ich, glaube ich, nicht rüberkommen. Da werde ich ja sterben. Ah, siehst du, hier fehlen mir wieder Materialien, damit ich das verbessern kann. Oh, ich wollte gerade... Okay, ich wollte nämlich gerade sagen. Wäre halt lustig gewesen, wenn sie jetzt Ben eine Schaufel hätten, aber der ist ja erstmal da oben beschäftigt. Okay, dann kannst du jetzt hier machen. Haben die Entwickler mitgedacht? So, Dietrich oder Brechstange? Dietriche brauche ich, glaube ich, ehrlich gesagt gar nicht mal so viel. Gucken. Und wieder ist nichts Gutes dran.
Aber Medikamente, aber ich glaube, ich brauche Bandagen. Und Bücher sind gut. Mit Büchern kann ich mir 1A Brennmaterial herstellen. So, wie sieht es hier aus? Wie viel kostet denn so ein Dietrich? Dreier. Oh, Brechstange. Das Gute ist, die Brechstange geht ja Gott sei Dank nicht gleich kaputt. Wenn das der Fall gewesen wäre, wäre halt, ich glaube, dann hätte ich eher einen Dietrich gemacht, weil der, glaube ich, wesentlich günstiger ist. Aber es wäre auch vom Spiel extrem arschig gewesen. Gib mir was Schönes. Und Bandagen, das ist gut. Die lege ich ihm aber erst morgen an. So, ich wollte mal hier gucken, ob ich hier für den Dings noch was machen kann. Nee, Quatsch, da brauche ich ja den Filter. Der Filter. Okay, dafür brauche ich nur Bestandteile. Aber ich meine, hier kann ich mir ordentlich Dings machen. Aber ich habe auch nichts zu essen. Ich brauche erstmal ich muss mal gucken, ob wir jetzt einen neuen Ort freigeschaltet haben, wo wir auf jeden Fall viel Essen herkriegen. Warte mal, irgendwas wollte ich mir noch aufschreiben. Ne, bei Autowerkstatt waren ja bloß die ganzen Teile gewesen. Sonst hatte ich ja nicht weiter gesehen, ne? Und aber war das die Säge? Ich glaube, das war die Säge, ne? Bei der Autowerkstatt? Ich glaube, das war die Säge. Wenn ich falsch liege, bitte auf jeden Fall gerne korrigieren. Nicht, dass ich mir wieder irgendwas falsch aufschreibe. Okay, er ist fertig. Die Bienen können auspennen. Leicht krank und erholt sich. Dann lasse ich die Bandage nochmal. Er ist hungrig, aber zu essen kann ich ja sowieso nicht machen, ne? Ich habe ja nichts. Also ich brauche unbedingt was zu essen. Oder wenigstens irgendwelche Dosen oder keine Ahnung was. Na gut. Wenn wir mal... Ja. Okay, die werden Nee, als ob Markus schlafen würde. Okay, die schlafen beide im Bett. So, da brauche ich nicht. Kleines Wohnhaus. Da brauche ich die Staufel und die Brechstange. Da gibt es viel Essen. Das wäre gar nicht so schlecht. Aber Vorsicht ist geboten. Das ist immer so ein... Das waren bei der Villa. Die Villa hat... Zerstörte Villa hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Ich hatte bombardiertes Haus. Baufälliges Haus. Supermarkt. Der war immer scheiße. Also fast immer scheiße, außer beim ersten Durchlauf, komischerweise. Warum muss da Vorsicht geboten stehen? Gut, ich riskiere es mal mit der Villa. Wie gesagt, das Erste, was wir auf jeden Fall brauchen, ist Lebensmittel. Okay, der pennt, der geht plündern. Und ganz ehrlich, ich nehme mal die Schaufel mit. Vielleicht habe ich Glück. Oh, nicht der... Ah, oder ich hätte wahrscheinlich einen Dietrich vielleicht... Ja, na, egal. Ja, es ist zu spät. Da sind schon wieder Leute. Okay, ich versuch mal. Nein, du hörst nichts. Hä? Nein, nicht Kampfmodus. Das heißt, ich bin doch schon geschlichen. Aber wir waren auf jeden Fall schon mal hier. Du, wo ist denn die Uschi jetzt hinge... Ja, oh, ich wollte gerade sagen. Ich möchte sagen, ich habe da einen Kühlschrank gesehen. Ich bin mir aber nicht so sicher. Liebesbrief, toll. Toll. Ich sehe gar nichts.
Privatbesitz. Elektrische Teile. Ich nehme aus Spaß aber auch Düngemittel mit. Oh, warte mal. Nein. Ich wollte gerade sagen, mach bitte die Tür zu. Kann die von der anderen Seite irgendwie hochkommen? Weil ich möchte sagen, ich habe da einen Kühlschrank erst gesehen. Ja, das ist alles toll, aber... Kühlschrank, komm. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, was da ist. Hauptsache, wir haben jetzt alles da mitgenommen. Das ist ein schönes Bild. Und ich möchte sagen, oben braucht man eine Säge, aber... Also hier haben wir echt von allem etwas. Ganz ehrlich? Warte mal. Okay. Autowerkstatt konnte ich jetzt noch nicht weiter machen. Das war verlassene Villa, glaube ich, ne? Also Villa kann ich mir auf jeden Fall merken. Wir hatten... Ist das viel? Ist das etwas? Oder wenig? Oh, wenig essen. So. Viel Holz. Okay, das ist eigentlich... Ist das viel Holzmische? Eigentlich das mehr Waffen und Privatbesitz irgendwie. Ich mach mal mäßig. So, Bestandteile. Waffenteile. So, mal gucken, ob ich nochmal nach oben komme, ohne dass die Alte mich umbringt. Die Schaufel habe ich, glaube ich, umsonst mitgeschleppt. Gut, hier haben wir wieder Holz. War ich hier unten schon? Ist das gar nicht. Beschädigte Schrotflinte. Beschädigte Weste. Benötigt Reparatur, bevor sie wieder verwendet werden kann. Ist auch nicht so schlecht. Ist auch nicht so schlecht. Diese Tür ist abgeschlossen. Hä, wieso? Warum Mistkerl? Nein. Mach hinne! Ich hab das Gefühl, ich renne in der Nein, da ist ein... Was? Bandit? Nicht Banditen. Ich nix Bandit. Okay, hier können wir wirklich so lang. Nein! Jetzt hau den doch mal, Junge! Nein, oder nee, hau den nicht. Komm, geh weg. Hau ab, Alter. Fuck. Ich meine, Bandagen habe ich ja da. Die muss ich mir sowieso anlegen. Oh, oh. Alter. Nein, ich bin falsch gelaufen. Ich blöd, Mann. Ich bin total falsch gelaufen. Hoch da. Bloß, weil ich diesen einen Spot noch nicht offenbar freimachen will. Ja, ich bin ja dabei, Mann. Geh mich auf den Sack. Blöder Kunde. Habe ich draußen noch irgendwas? Das habe ich schon geplündert, ne? Okay, nee. Ist mir zu riskant. Ich will nicht schon wieder sterben. Oder stand da gerade tödlich verletzt? Oh nee, warum? Am Ende wird wieder bloß noch der Kackkoch drüber bleiben, der nicht tragen kann. Bitte nicht tödlich verletzt. Das wäre ganz schön. Schwerfall ist leicht krank, schwerfall ist traurig. Oh, okay, pass auf. Ich schlepp mich mit ihm erstmal nach oben. Verbinden. Warum muss man hier auch kämpfen, ey? Das ist...
doof. Kann ich nicht. Kann ich aufwerten. Könnte ich sogar immer noch nicht. Warte. Willst du das vielleicht nehmen? Vielleicht krank auf Medikament. Toll. Und bandagieren. Ich weiß aber nicht, ob das reicht. Bandagiert. Okay, Junge. Wo war denn nochmal... Okay, er ist hungrig. Warte mal, wo ist denn der Koch? Koch dem Jungen was, der muss sich ausruhen. Der muss mal nachts wieder raus. Ich schicke ihn auf jeden Fall wieder raus. So. Auch nicht. Ach, ich muss erstmal ein Dings machen. Hatte ich vergessen. Hatte ich vergessen. Na, ich habe ja eh bloß noch 6 Bestandteile. Ich würde beim nächsten Mal, werde ich dann gleich auf Bestandteile gehen. Schnell raus, schnell wieder zurück gucken, ob ich vielleicht irgendwo Medis finde. Jetzt Tag 4. Es dürfte theoretisch nichts passieren. Aber auch nur theoretisch. Weil ich habe mir Tag 5 aufgeschrieben. Nur weiß ich nicht, ob das von Tag 4 auf Tag 5 war. Aber ich glaube, so viel bis auf Lebensmittel können wir uns, glaube ich, sowieso nicht klauen, ne? Warum ist er traurig? Warum bist du traurig, Junge? Weil unser Kamerad hier leicht verletzt ist. Oder gut, jetzt noch schwer verletzt. Traurig, Hunger. Nee, da hat keiner geklopft. Ich meine, die sind beide ausgeschlafen. Und theoretisch könnten... Naja, es kann nur einer am Tag schlafen. Wenn der verletzt wird, ist nicht so schlimm. Um ehrlich zu sein. Weil der ist sowieso immer zu Hause. Den werde ich nicht großartig rausschicken. Und der macht nur Doppelpatrouille. Also sonst dann nur Doppelpatrouille. Okay. Zerstörter Wohnblock war ich. Autowerkstatt war ich. Baufälliges besetztes Haus war ich noch nicht. Materialien, Teile. Okay, hier habe ich sehr viel Holz und Bestandteile. Also, und brauchte ich da was? Hier bräuchten wir die Säge. Aber beim ersten Mal, beim ersten Besuch da war, hatte ich auch jemand gehabt, der wollte Essen haben. Und wir haben ja noch eine Büchse. Ich würde mal spaßeshalber eine Büchse mitnehmen. Vielleicht habe ich Glück und ich kriege irgendwas Gutes dafür. Wenn nicht, dann Arschlecken angesagt. Mal gucken, da kriegen wir auf jeden Fall noch einiges. Ein bisschen Holz werde ich natürlich auch mitnehmen. Wenn ich Bücher finde, auf jeden Fall auch Bücher. So, ich werde mal gucken, ob ich das... Ich weiß nicht, der Typ hat, glaube ich, unten gepennt. Von der anderen Seite, okay. Der Typ hat, glaube ich, unten gepennt. Wenn er denn überhaupt da ist. Wenn das auch wieder random ist, dann hat das leider gar nichts gebracht, was ich jetzt hier gerade mache. So. Noch Zucker für Schnaps später. Der Typ ist halt echt nicht da, ne? Ach, Scheiße. Ich hätte mir echt einen Platz noch sparen können. Fuck. Okay, die war von der anderen Seite. Und oben brauchten wir, glaube ich, die Säge. Wenn mich nicht alles täuscht.
Stimmt, das war das mit der Leiche gewesen. Die ich mir auch noch nie angucken konnte. Hatten wir das? Ein Brief steht, liebste Marsha. Ich glaube, das hatten wir schon. Da sind wir ja größtenteils alles durchgegangen. Hier war das schöne Bild, das hatten wir auch schon. Nehmen wir aber mit. Wasser produzieren wir ziemlich viel momentan. So. Damit bin ich wieder voll. Ich hätte mir das mit dem Essen echt sparen können. Oh, doch nicht, da ist er ja. Sind ein guter Mensch. Ich weiß nicht, wie ich jemals bedanken kann. Du kannst mitkommen und uns nicht die Haare vom Kopf fressen, aber helfen, wenn du Bock hast. Es wäre halt an sich, also die Tür ist abgeschlossen, an sich ein echt feiner Zug von ihm, sage ich mal, wenn der jetzt hier bleiben würde und die Bude für uns bewacht. Dass kein weiterer vorbeikommt. Aber ich glaube, das hat nicht wirklich viel Auswirkung. Okay, da geht's raus. Guck mal, nehmen wir hier noch ein bisschen was mit an Teile. Und mal schauen. Ist halt nicht viel. Hä, wo? Ich habe von dem Zucker gekriegt. Ja, nee, Zucker. Ach nee, warte mal, Quatsch. Entschuldigung, hab wieder ins Falsche geguckt. Ich habe von dem doch wirklich gar nichts gekriegt. Okay. Nehmen wir das mit und dann ab nach Hause. Aber für den Schrank, wenn der verschlossen ist, reicht dann Dietrich? Weil sonst wird doch mal angezeigt, entweder Dietrich oder Brechstange oder sowas. Könnte ich nochmal ausprobieren. So, ich hoffe, jetzt hat keiner überfallen, sonst muss ich das halt nochmal ändern, weil jetzt war Tag 4, jetzt ist Tag 5. Scheiße. Ich muss mir das mal so aufschreiben, dass das passt. Pavel wurde verletzt. Na toll. Aber gut, der ist ja auch bloß zu Hause. Okay, Pavel wurde verletzt. Leicht verletzt. Leicht krank. Scheiße, was mache ich gegen Krankheit? Verletzt und müde. Pass auf, er, wie immer, gönnt sich was und geht dann pennen. Na. Die Störung manchmal. Na komm. So. Der Meister geht da unten mal buddeln. Ich glaube, ich brauche dann langsam auch wieder eine neue Schaufel. So, das reicht erstmal. Nein, das ist der falsche. Also ich glaube, von der Strategie, die ich eigentlich fahre, bin ich gar nicht mal so schlecht. Das Einzige, was mich da hindert, wirklich vernünftig weiterzukommen. Glaube ich zumindest. Ist der Fall, dass ich jedes Mal getötet werde. Okay, er ist sehr hungrig. Er braucht eine Dose. Ja, das hat... Ich habe aber, glaube ich, keine Tabletten. Nee, die hat ja der Marco vorhin genommen gehabt. Also ich müsste doch erstmal wieder Tabletten finden. So, du gönnst dir mal eine Büchse. Und er ist auch sehr hungrig. Und da ist jetzt wieder das Problem. Wenn ich nicht genug Essen habe. Wenn einer alleine ist, ist das vollkommen easy, so über die Runden zu kommen. Aber ich will die halt auch nicht verhungern lassen. Kann ich zwei kochen? Kann ich nicht, weil mir fehlt Obst. Aber hier kann ich zwei kochen. Pavel. Ist halt leicht verletzt. Er ist halt immer noch... Er ist immer noch hungrig. Ich dachte, eine Büchse reicht zu. Was wollte ich denn jetzt machen? Irgendwas wollte ich... Geh mal hoch. Geh mal ein bisschen schneller hoch, Junge. Irgendwas wollte ich machen. Nee, halt... Nee, unsere Sachen. Warte mal, wie viel Wasser haben wir? 9. Brechstange geht noch. Schaufel steht... Geht noch.
Ich musste das, glaube ich, erst aufwerten, ne? Bücher, Bücher, Bücher. Ach toll, da habe ich bloß noch eins. Er ist halt sehr hungrig. Das andere lasse ich mal für Dings. Ich wollte noch irgendwas basteln. Oder wollte ich die Werkbank aufwerten? Warte mal, ich muss mal gucken. Würde gehen, aber da kriege ich halt nur die Säge für. Nein, du Typ, bleibst liegen, Alter. Mann, den wollte ich. Mach mal das. Du gehst mal oben an Wassersammler. Wo ich mit Sicherheit schon wieder vergessen habe, das herzustellen. Nee, doch nicht. Eins von zwei. Gut. Und ich muss Pillen finden. Wo hatte ich einen Medis gehabt? Das Optimalste ist natürlich immer noch das ruhige Haus, ne, mit den zwei Alten. Weil da habe ich echt viel Essen, viel Medis. Aber der, der dann halt reingeht, der wird dezent depressiv. Das ist ungünstig. So, das nächste Mal kommen sie Tag 8. Also ich merke mir jetzt trotzdem mal vor Tag 7, weil ich habe mir das einfach falsch aufgeschrieben. Denke ich mal. So, er ist hungrig. Ja doch, ihm wollte ich noch was essen lassen. Gönn dir. Und bei ihm wollte ich mal beim Werkzeugteil noch mal gucken. Na, das sind zwei Spezi-Teile. Wäre vielleicht ganz gut, wenn ich das mache. Aber brauche 5 Holz. Also Holz sieht ganz gut aus. Ich habe noch 30 Bestandteile. Da. Ich mal hier unten gucken. Ich hab doch das Dings aufgewertet. Ich meine, ich kann es jetzt nochmal aufwerten. Nee, kann ich nicht, weil mir diese Special-Dinger fehlen. Aber vielleicht sollte ich mit dem... Ich krieg ja nur eine Säge dafür. Mann. Ach komm. Außerdem, ich kann mich immer noch damit rausreden, das sollte kein finaler Durchlauf sein, also passt das schon. Mir fällt gerade auf, eigentlich wollte ich mich noch ein bisschen kleiner machen. Weil ich vergleiche das ja immer mit den Let's Plays und so, und da gefällt mir die Größe eigentlich von meiner blöden Birne ganz gut. Und hier finde ich, ich habe es mal größer gemacht, aber irgendwie gefällt mir das nicht mehr so. Oh. Willst du mich verarschen, als ob ich das sehe, dass du gerade hier reingekommen bist, Junge? Du hast das vor einer halben Minute geschrieben, aber grüße dich, Stefan. Und doch, das wäre Talim auch passiert. Stimmt, wir haben Waffen. Er verleiht etwas Schutz gegen Kugeln und Messer. Aber ich brauche halt den verkackten Helm. Das wäre halt auch nicht so schlecht, wenn ich darauf gehe. Sägeblatt. Könnte ich sogar herstellen. Cool. So. So. Jo. Na dann gut die... Ne. Der geht auf jeden Fall plündern. Die Bienen schlafen im Bett. Na gut, hoffentlich bringt das was. Kirche. Kirche hatte, glaube ich, nicht so viel. Da brauche ich auch die Säge. Ich habe halt viel Zeug. Ich habe ein bisschen Essen, aber ich habe Medis. Baustelle. Da war bloß ein Spot mit Nahrung. Gehe ich nicht hin. Reisebüro war, glaube ich, da bin ich letztes Mal auch gestorben, ne? Viel Essen. Sicher, bis ich was klaue. Also war es zumindest bei dem letzten Mal. Warte mal, gucken, was steht denn jetzt da? Vorsicht ist geboten. Stadtkrankenhaus. Ich würde aber vielleicht leider mal ins Reisebüro gehen.
Würde ich denn mich da mit Medis und Zeug eindecken? Ich hoffe, das haut auch hin. Ich brauche Schaufel und einen Dietrich. Schaufel, Dietrich. Dass du dann beim Malen, bei meinem langweiligen, monotonen Gequatsch nicht einpennst, Steffi, das ist mir sowieso ein Wunder. Aber hey. Okay. Mal schauen, ob es jetzt besser ist. So, ich bin hier nur ein paar Stunden lang. Ja, ja. Rein da. Rein da, Junge. Auch wenn du verletzt bist. So. Reisebüro. Warte. Komm ich. Habe ich jetzt das Falsche ausgewählt? Das sieht mir nicht wie ein Reisebüro aus, um ehrlich zu sein. Brett dann zugenagelt. Auch hauptsächlich würde ich halt gern Bandagen haben und Medis. Bei ihm geht es ja eigentlich wieder gut. Er ist zwar immer noch verletzt. Geht er darüber? Ja. Okay. Ich will es halt nicht übertreiben, ne? Ich werde nicht gleich wieder sterben. Ist halt Privatbesitz, ne? Ist halt auch Privatbesitz. Renn, 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 renn. Nein. Nein, 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 nein. Ich hasse das. Boah. Gut, ich streich das mal mit sicher bis Diebstahl. Weil die trotzdem aggro sind. Immer der beste Mann, Alter. Leicht verletzt, erholt sich, traurig, ja, heul nicht, hungrig, leicht krank, fuck. Entschuldigung. Und jetzt muss auf jeden Fall einer Wache halten. Das Problem ist, ich brauche zwei Leute eigentlich, um Wache zu halten, damit keiner was klauen kann. Und damit auch keiner verletzt wird. Ja, die kommen erst nächsten Tag. Und ich habe auch nichts zum zum Essen. Ich habe nicht mal was geklaut. Ich habe nur nachgeguckt. Das ist nicht geklaut. Nachgucken ist nicht klauen. Das hat bei dem komischen Pastor auch funktioniert. Der Typ hat dich auf dem Sofa ja, kann ja sein, aber ich habe nichts genommen. Ich habe es ja extra liegen lassen. So, kann ich überhaupt was? Nee, das ist schon wieder ein richtig geiler Start. Lol. Ich hab ja nichts. Ich meine, ich kann den Tag beenden, ne? Ja. Nee, bei Hausflipper. Ich weiß nicht, ich habe mir das auch überlegt zu kaufen. Und da mal die. Na, es ist ja keine Story. Na doch, es ist schon irgendwie eine Story, weil ich habe die immer bloß bis zum gewissen Teil gesehen. Und dann war es das. Okay, er geht plündern, er kann sich ausruhen. Alter, Reisebüro halt so viel Scheiß, weißt du, und du kommst da nicht hin. Vorsicht ist geboten. Ist mir eigentlich, ganz ehrlich. Ich mach mal Krankenhaus. Immer mal Krankenhaus, mal gucken. Nee, also wenn ihr Bock mal auf Hausflipper habt. Das Problem ist, ich habe dann, glaube ich, nicht so wirklich viel zu erzählen bei dem Spiel. Ich würde es zwar schon gerne selber machen, aber wenn da halt bloß im Rollfall da rumsitzt. Ich weiß halt nicht, ob das so geil ist. So, und der ist schon wieder 3 Slots weniger. Deswegen, wir gehen einfach mal so rein. Mal gucken. Mal gucken, was das Krankenhaus zu bieten hat. Außer Medis, die sollten schon da sein. Aber die verkackten Leute mit ihren Waffen. Boah, ey. Ja, ja, geh mir nicht auf den Sack. Das sind aber echt viele Leute, ne?
Okay, mit dem kann ich handeln. Mal gucken hier. Ja. Ich weiß, aus dem Kräutergelumpe können wir uns ja auch was herstellen, aber... Okay, ist verschlossen. Ich brauche Werkzeug. Okay, da brauchen wir wirklich dafür den Dietrich. Kann das sein, dass die da steht, um zu handeln? Das war nur noch pro Privatbesitz. Sie sind ein Patient. Ja, okay. Ist er jetzt auch aggro? Will er mir auch... Hä, was will denn die? Ist das halt echt so, sobald ich bei Privatbesitz nur rangehe, nur untersuche, dass die mich kalt machen wollen? Ich will keine Medikamente tauschen, ich will die mitnehmen. Ist das das Symbol? Ja, okay, das ist das Symbol für Privatbesitz. Weißt du was, die lecken wir mal mit. Ich kann mir nichts beweisen. Hä, warum schlechten ihr hier? Also es ist nicht wirklich wichtig, ob die mich beim Klauen erwischen. Die müssen halt bloß sehen, dass ich da rumfinger. Ist ja auch. Ja, ist halt Privatbesitz. Auch Privatbesitz. Und da sitzt die da rum. Das will ich nicht riskieren. Okay, Nahrung hatte ich jetzt noch nichts weiter gehabt, ne? Das kann ich alles mitnehmen. Aber ich habe jetzt auch nicht drauf geguckt, was da wichtig war, ob da wirklich Nahrung war. Okay, wir schreiben wieder auf. Hoppala. Dann wieder Striche hier machen. So. So. Und ich muss mir mal, glaube ich, mal aufschreiben, ab welchem Tag das mit den Bombardements losgeht. Also, nicht, also wo die dann Straßenschlachten oder sowas führen, wo ich zu den Orten auf jeden Fall nicht mehr kann. So. Für die Medis ist klar. Mäßig Bestandteile. Ja, viel könnten wir da jetzt leider nicht rausholen. Besonders kein Essen. Er ist hungrig, traurig und müde. Das interessiert mich eigentlich relativ wenig. Er ist leicht krank. Aber dafür brauche ich Pillen, die ich nicht habe. Wenn, warte mal, steh mal auf, Junge. Wenn ich, wenn ich verletzt bin, brauche ich Bandagen. Wenn ich, also nee, Quatsch. Wenn ich verletzt bin, brauche ich Pillen. Und Bandagen, oder? Was macht denn das eigentlich? Was hilft das gegen Traurigkeit? Okay, das. Okay, gut, das passt auch. Er ist halt sehr hungrig. Das Problem ist, ich habe nichts zu essen. Ich habe halt echt gar nichts zu essen. Ich kann ihn eigentlich bloß wieder schlafen legen, mit dem anderen Typen nochmal gucken, ob ich noch irgendwas basteln kann. Also das Essensproblem ist halt schon echt harte, ne? Sind schwächer als die richtigen Pillen, okay. Weil ich möchte bald sagen, beim letzten Durchlauf, wo ich das versucht habe, hat das gar nicht funktioniert. Da wollte er gar nichts nehmen, obwohl der halt... Oder es war verletzt. War das verletzt? Nee, das kann sein, dann war das verletzt gewesen. Okay, dann ist das mein Fehler. Okay, er ist halt auch müde. Hungrig und traurig. Aber verpiss dich. Also kann doch sein, dass das extrem wichtig ist, dass ich tauschen muss oder handeln muss. Aber in der jetzigen Phase weiß ich nicht. Warte mal, ich habe mir doch Zeug mitgenommen extra für die Säge. Kann ich mir jetzt eine Säge basteln? Okay, Säge kann ich basteln. Habe ich jetzt ein bisschen was geschafft. Aber halt, sobald der Marco weg ist, ist das halt echt kacke. Oder ich muss mal... Oder wir machen heute einfach mal ein paar Testdurchläufe, weil es ja eh schon wieder so geil läuft. Ich
schicke ihn mal auch pennen. Wo war denn jetzt das Bett da oben? Und gucken wir mal auch andere Charaktere an. Vielleicht haben wir ja sogar noch einen, der mehr mitschleppen kann wie Marco. Problem ist, die komische Troller, Katja hieße, glaube ich, will ich nicht unbedingt dabei haben, weil die schnell sehr depressiv wird. Das ist halt ein bisschen ungeil. So. Ja, ich möchte den Tag beenden. So. Wir haben jetzt Tag... War das Tag 7? Eigentlich Tag 7, ne? Das heißt, er plündert, er steht Wache. Wird nicht viel bringen, weil der auf Medikamenten ist. Aber, hey. War ich schon mal im Lagerhaus gewesen? Ich brauche halt Essen, ne? Große Menge Lebensmittel. Und da ist wieder Gefahr. Ich hasse das. Was sagt er beim Supermarkt? Vorsicht ist geboten. Baustelle ist halt Gefahr. Da ist sowieso Gefahr. Da ist auch Gefahr. Es ist halt überall Gefahr. War ich schon? Da habe ich nichts mehr an Essen. Hier ist auch Gefahr. Bordell waren wir auch schon drin. Das war auch nicht so geil gewesen. Ich muss halt irgendwo... Da war man nämlich zum Beispiel noch gar nicht. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass ich da vielleicht eine Säge brauche. Oder Lagerhaus hatte ich noch nicht. Alter, ich und mein Schriebskram hier, ne? So. Lagerhaus. Beim Krankenhaus brauchten wir einen Dietrich, ne? Kann das sein? Es war was abgeschlossen, glaube ich. Dietrich? Autowerkstatt könnten wir die Säge nutzen. Aber da habe ich, glaube ich, warte mal, wo ist denn die Autowerkstatt? Wir haben eine große Menge Lebensmittel. Aber ich glaube, die waren ziemlich agro gewesen, ne? Lagerhaus. Damit ich es mir mal angucken kann. Oh, wir haben nicht mal mehr Schaufel. Ich nehme mal nur die Säge mit. Weil dann kommen wir wenigstens noch an einen anderen Ort. Die Brechstange wäre auch schön für irgendeinen Schrank oder so. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig. Hauptsache, ich kann das einigermaßen erkunden. So. Weil ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher... Ich muss vorsichtig sein, ja. Ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher, ich werde hier drauf gehen. Ich könnte mir auch jetzt auch eine Waffe basteln, ne? Aber das nehmen wir trotzdem mal mit. Von der anderen Seite verriegelt, auch geil. Können wir nicht in den Panzer steigen und einfach durch? Vielleicht haben wir ja Glück und wir werden nur angeschossen. Das wäre mal echt nett vom Spiel. Ansonsten, ich würde mich halt am liebsten ansonsten echt bloß in eine Region wagen, auch wenn da bloß steht Vorsicht geboten, weil die mich letztes Mal auch erschossen haben, wenn ich hier eine Waffe habe. So, jemand hat Folgendes an die Wand geschrieben. Wir müssen Lena finden. Jeden Mittag werden wir am Markt sein. Okay, das ist sehr schön für Lena. Ist das auch von der anderen Seite verschlossen? Nee, ist es nicht. Na toll. Ich kann nicht runter, ich kann nicht rüberspringen. Wo sind denn die? Ich hoffe, die kommen nicht hoch. Ja, falls ich noch bis nach Hause komme, dass wir wenigstens etwas mitbringen. Aber wo sind denn die jetzt? Okay, die sind da unten. Ich bin eigentlich wegen Nahrung hergekommen, Alter, wir verhungern. Vielleicht ist der Dicke schon, also der Koch schon verhungert. Das macht mich kirre, dass ich so rumschleichen muss mit ihm hier.
Okay, das hatte ich schon. Da waren bloß ein paar Blätter noch, damit der Koch was zu rauchen hat. Okay, sind wir dann nach oben. Mach mal die Tür zu und dann kann er mich wenigstens nicht erschießen. Hoffe ich zumindest. Alter, das ist. Wie soll ich denn das machen, ey? Das wäre echt eine scheiß Idee. Ich will doch bloß was zu essen haben, Alter. Ja, nicht so ein Kappes. Ich meine, es ist schön, dass es da ist, aber halt, warte mal. Ich will doch bloß was zu essen, Junge. Dann nehme ich jetzt hier. Oh. Ja. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Das ist ein Gitter mit dem Sägeblatt. Ja, schön. Endlich mal kommt die Säge auch zum Einsatz. Aber müssten die das nicht hören? Dieser Ich kann die Säge einmal benutzen und dann ist es im Arsch? Was ist das denn? Okay. Also wir können uns jetzt schön mit Medikamenten vollpumpen. Juhu. Aber das macht, glaube ich, nicht wirklich satt. Toll. Hier, Holz weg. Besser wie nichts. Scheiße, 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 scheiße. Mach hin, mach hin, mach hin, der kommt runter. Oder? Nein, das hätten die gar nicht gehört. Ach, fuck. Tschüss. Bloß wem gebe ich ihn jetzt das Essen? Eigentlich der, der immer raus muss. Und ihnen Essen reicht nicht. Und eigentlich würde ich mir so eine komische Falle da basteln, in der Hoffnung, dass da Fleisch rauskommt. Vielleicht funktioniert das ja noch. Aber bis dahin wird wahrscheinlich die Hälfte verhungert sein. So, wir müssen eigentlich überfallen worden sein gerade. Ja, okay, das passt doch. Dann kann ich das eigentlich so 7. Das müsste Tag 10 sein. Das müsste Tag 13 sein. Das müsste Tag 15 sein. Wenn ich es halt bloß mal... Dinge, die uns gestohlen wurden. 13 Mal Wasser. Sehr hungrig. Sehr hungrig. Verletzt, deprimiert. Die sind beide deprimiert. Jetzt schleich nicht so rum wie ein letzter fauler Sack, sondern... Ach, Mann. Du musst jetzt deine... Depression ist nicht so krass rauslassen. Mir geht es gut, ich sollte die Medikamente für später aufbewahren. Geht ja schon wieder los. Warte mal. Mir geht es gut. Mir geht es gar nicht gut. Also das... Oder ist das, wenn krank? Das ist nur, wenn krank ist, ne? Okay, die Dinger helfen wirklich bloß, wenn es krank ist. Weil ich habe keinen Verband. Ich lasse... Alter, quatsch mal miteinander. Ja, tu dem noch richtig schön... Stimmt, du warst ja damals dabei gewesen, wo ich der Tante den Alkohol eingeflößt habe, ja.
Das Ende vom Lied war aber, glaube ich, dass sie sich aufgehängt hat. Ist ungünstig. Also Depressionen in dem Spiel plus Alkohol. Ich habe halt bloß ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich jetzt nicht wirklich langsam mal was zu futtern reinschaffe. Alter, wie lange wollen die denn reden? Na, das ist wahrscheinlich der Koch. Ja. Dann bin ich froh, dass ich kein Profi bin. Kann ich da... Ach, du kannst ja auch abbrechen. So, nee. Ah, okay, der benimmt sich bloß. Ich laber mit dir jetzt nicht, Junge. Ich muss schlafen. Halt, das war oben gewesen, nicht unten. Du kannst dich nachts ausruhen. Ich muss dann sowieso wieder los. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mich jetzt die ganze Zeit, weil der deprimiert ist, so rumschleppen muss, wäre das echt kacke. Aber ich glaube, so wirklich viel habe ich ja eh nicht mitgebracht, ne? Und eigentlich müsste ich ihn auch schlafen schicken, damit er noch... Oder nehmen. Ne, Tag 10 brauche ich das erst. Mir fehlt noch ein fucking Zahnrad. Eigentlich wollte ich das ja mal auch ausprobieren. Ein Tisch mit einfacher Ausrüstung, an dem wir Kräutermedizin, Bandagen und Drehtabak-Zigaretten mit schlechter Qualität herstellen können. Wir können ihn aufwerten, um echte Medikamente und Zigaretten von guter Qualität herzustellen. Machen wir doch mal das, oder? Was aber halt nicht so wichtig ist. Ich würde halt gerne das für Futter haben. Und da will ich jetzt meine Dings nicht verlieren. Oh, siehst du. Alter, mach hinne. Hör auf, hier rumzupalabern. Wir brauchen das. Ich weiß, das soll die Depression und alles sowas, ne, verdeutlichen. Das ist ja, wäre auch an sich okay, aber es wird halt irgendwann nervig, wenn der einfach sein Zeug da basteln soll und das nicht macht. Und er eigentlich noch ein bisschen schlafen. Nee, er kann über Nacht schlafen. So, jetzt gehst du hoch, damit ich wenigstens mir was zu essen basteln kann. Zu essen kochen kann. Mach jetzt, Alter, das hat schon Sinn. Ich habe da kein Mitgefühl. Das ist eine schwere Zeit. Die haben sich hier zusammenzuruppen und nicht rumzuheulen. So, nein, Radio ist unwichtig. Ja, das Leben macht einen hart. Besonders in Kriegszeiten macht das Leben einen hart. Ja. Ja. Warte mal. Er pennt weiter. Er geht plündern. Scheiß Lagerhaus, ne? Und die Säge ist ja eh im Arsch. Die hätte ich, glaube ich... War das bei der Autowerkstatt? Ja, Autowerkstatt war die Säge. Da komme ich ja sonst gar nicht weiter. Ich hatte doch... Ich hatte hier... Wie hieß denn das? Wo bloß die zwei Alten waren. Ruhiges Haus. Ist halt wirklich, dass die Orte random sind, ne? Ich glaube, das kommt nicht mehr dazu. Das wäre halt immer das Beste gewesen. Oder was, kleines Wohnhaus? Da brauche ich einen Schaufel und Brechstange. Viel, und das viel Essen. Vorsicht geboten. Muss ich drauf scheißen. Brechstange. Kleines Wohnhaus. Jo. Hä? Nein, Alter. Da ist das zu Hause. Okay. Mal gucken.
Weil eigentlich die Bude mit den beiden alten Leuten wäre wirklich am optimalsten gewesen, falls alles total eng wird, weil die haben echt alles und man braucht sich keine Sorgen machen. Oh nein, ich habe keine Schaufel. Egal, ob das Privatbesitz ist. Zucker scheiße ich erstmal. Die haben mich ja nicht gesehen. Das brauchen wir. Bücher brauchen wir auch. An sich für die Falle. Aber ich brauche halt auf jeden Fall noch ein Zahnrad. Okay, da hängt wirklich jener rum. Das ist bloß das Fenster. Hat er nicht mitgekriegt. Ein Zahnrad brauche ich, damit wir uns wenigstens dieses Kräuterding da basteln können. Ich möchte zumindest eine Falle haben. Ja, mach hin. Geil. Aber der Helm. Das lasse ich mal da. Oh, warte mal. Warte, warte, warte. Das war... Wir sind jetzt im kleinen Wohnhaus, oder? Ich hoffe. Waffenteile, Helm war das, ne? Helm. Ich glaube, Gewehr war noch drin gewesen. Okay. Ich hoffe, das hat keiner gehört. Das Ding ist bloß, dass das steht halt einer und ich weiß halt nicht, was die machen. Guten Tag. Da schläft der. Okay, sie ist aggro. Oh, die hauen Bäder ab. Och, na denn? Rucksack. Essen haben wir auf jeden Fall. Das heißt, ich kann eigentlich noch Teile mitnehmen. Holz müsste man, glaube ich, auch noch haben. Cool. Ich hoffe, die Leute haben nichts dagegen, wenn ich nochmal wiederkomme mit einer Schaufel. Okay, mal bloß zwei Teile. Zahnräder, genau, Zahnräder braucht man noch. Sehr schön. War das noch mit? Mach hin, mach hin. Nein, 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 nein. Wir hatten so viel schönen Scheiß, wir hätten es noch schaffen können. Nee, das war nicht verfluchte Gier, das war, weil der schon da stand. Bruno verhungert, wir müssen ihm etwas zu essen geben. Wollte ich ja. Am Verhungern, dann ist halt wirklich, dann ist halt wirklich weit. Ja. Alles nicht. Ah.
Ich hoffe, der Scheiß ist noch da. Und mit ihm will ich mich jetzt eigentlich gar nicht weiter aufhalten. Vielleicht hätte ich jetzt mit ihm nochmal an einen anderen neuen Ort gehen können. Dann habe ich nämlich so gut wie alle. Und dann hätte ich mir auch mal angucken können, was wir noch so für Charaktere haben, die rein da. Ich würde ihn mir am liebsten kalt machen, aber ich habe nicht mal eine Schaufel dabei. Nee, warte. Nee, Alter, nicht. Och, leck mich, ich hasse das. Wenn man da aus Versehen ein bisschen zu schnell. Nein, da ist ja noch ein Typ. Kann ich mich hier verstecken? Weil da war ja noch seine Leiche und ich habe ja ein bisschen Hoffnung, dass wir bei seiner Leiche das alles noch finden oder das Wichtigste. Ach, Mann. Ich glaube, sobald ich muss, glaube ich. Wir laufen die ganze Zeit hin und her. Ich muss jetzt warten. Und ich glaube, es ist auch das Beste, wenn ich das nächste Mal immer so mache. Was ist denn? Der läuft ja echt immer die ganze Zeit hin und her. Willst du mich verarschen? Lol, das war eine Ratte. Ich sollte es am besten halt immer so machen. Rumschleichen, ganz in Ruhe. Hat mir bei Last of Us zum Beispiel auch geholfen. Da ganz in Ruhe zu machen. Da kommst du auch schneller irgendwie ans Ziel. Ich will doch bloß die Leiche durchsuchen, Mann. Nein. Nicht rennen, Junge. Lol. Oder war das Zeug? Alter, läuft das gut. Aber das gibt uns die Chance nach der Werbung. Ja, nach der Werbung. Entschuldigung, nach der Pause. Ja, Tag 10, ich weiß, Bruno ist gestorben, bla. Wir wurden ausgeplündert. Hey! Am 9. Tag. Ist halt auch ein bisschen. Also ist doch relativ random. Du hast nicht überlebt. Ja, toll. Nee, pass auf. Du hast nur 10 Tage. Ja, halt die Klappe, Spiel. Dass wir andere Charaktere nehmen. Wir haben jetzt ein bisschen mehr. Vielleicht muss ich das auch 4-5 Mal anfangen, das Spiel, um mehrere Charaktere zu kriegen. Ich würde halt gern wissen, wie viel die vielleicht tragen können. Also der Marco sollte auf jeden Fall dabei sein, weil er kann viel Zeug reinschleppen. Und dass wir vielleicht mal andere Leute haben, die vielleicht, naja, ein bisschen mehr drauf haben. Gut, ich gehe auf jeden Fall ganz kurz mal in die Pause-Bildschirm rüber. So. Ja, und dann, wie gesagt, 5-6 Minuten. Jetzt will das hier schon wieder nicht runterscrollen. 5-6 Minuten und dann mal gucken, wen wir dann noch so alles haben. Also, bis gleich.
Ich weiß jetzt nicht, worauf sich das bezieht, was ich hier gerade lese, ob ich meine Kollegen auf Arbeit auch so behandle. Was ist da los, Stefan? Was ist da los? So, aber wir haben noch andere, warte mal. Natürlich wird hier Sport auf Arbeit. Okay. Ich hätte ja gerne eigentlich den Marco dabei. Wir haben Boris, Emilia und was? Marin? Erika, Marin und Katja. Kann nicht gut sein. Oh, wir haben hier 4 Leute. Aber mit 4 Leute stelle ich es mir echt schwierig. Christo. Das sind nur 2 Leute. Hier stelle ich es mir halt extrem schwierig vor mit. Also klar, als Wachen super. Aber mit dem Essen wird es halt extrem schwierig. Boris, Emilia und Maren. Fährst du ja auf Verschleiß? Ja, ja. Wieder Sack. Bin ja nicht dein Chef. So, ich probiere es mal spaßeshalber mit denen. Wie gesagt, ich versuche es mal vielleicht ein bisschen ruhiger angehen zu lassen, ein bisschen mehr rumsneaken, damit die ihn nicht gleich sehen. Wenn natürlich das besetzt ist von Leuten, die wo viele Leute rumlatschen. Es wird ja... Och nein. Wir brauchen also sofort einen Ofen eigentlich. Okay. Maren verlor alles in ihr einem Feuer, das seine Werkstätte zerstört hat. Boris und Emilia hatten einst Familie. Nun sind sie beide einsame Überlebende. Sie erreichen ein Haus, das immer noch etwas Schutz vor der Witterung bietet und entscheiden sich dafür, gemeinsam auszuharren, bis die Belagerung ein Ende findet. Der Typ mit der Brille hat ein bisschen was von Geronk. Okay, leicht krank. Talentierte Anwältin, Handwerker. Ja, vielleicht brauchen wir bei dem nicht so viel Zeug. Warte mal. Es ist wieder dasselbe Haushalt. Ist okay, die ist halt gleich krank. Ich gehe erstmal wieder ein bisschen rumgucken. Nicht auszuharnen, Alter. Ach, Stefan, was ist da los? Was ist da schon wieder los? Es ist minus 1 Grad, Alter. Ich brauche. Die werden erfrieren, wetten. Wetten, die werden erfrieren? Ich wollte mich bloß mal gemütlich umgucken, ob das was bringt, wenn ich ein bisschen ruhiger mache. Können wir schon was herstellen? Was brauchen wir denn eigentlich? Nee, Ofen können wir ja noch gar nicht herstellen, ne? Destillator, toll. Toll. Jo, Zucker, einen Scheiß, den wir nicht so wirklich brauchen. Haben wir oben noch was? Ich würde halt gerne jetzt schon wissen, was die... Ah, nee, da oben kommen wir ja gar nicht hin. Ha! Was wir jetzt schon für Zeug haben. Also, nicht was wir für Zeug haben, sondern wie viel die eventuell tragen können. Aber ich habe das Gefühl, das wird nicht wirklich viel sein. Außer wenn das minus 1 Grad ist. Ich brauche einen Dietrich. Wenn das minus 1 Grad ist, ist das ungeil. Da habe ich mir nicht... Ja toll, einmal essen. Geil. Für 3 Leute. Da ich habe mir nicht wirklich die beste Location ausgesucht, glaube ich. Ja, hier mal bloß ein Schuttberg. Halt! Schade. Ich dachte, ich konnte gerade mit ihr da vorbeilatschen. Und noch weiter runter können wir nicht. Okay. Außerdem, wenn die hier zusammen ausharnen müssen, können sie das ja in Beutel füllen und sich eine Wärmflasche draus machen. Das sollte für ein paar Minuten eigentlich reichen. Ist halt nicht die geilste Location. Ich glaube, das Haus war schon, was wir hatten, mit das Beste gewesen.
Weißt du, müsste ich die Bude reparieren? Boah, das wird halt echt schwer werden. Okay, im Bett. Ich mach mal erstmal hier. Das ist der Kühlschrank. Bauen wir mal hier hin. Und sie ist halt auch nicht wirklich schnell. Also ich glaube, mit ihr werde ich nicht rumlatschen. Die Werkstatt ist halt... Betten baue ich wieder hier hin. Ja. Ach komm, machen wir da oben mal hin. Jo, das war's. Ein Brennstoff. Ich müsste halt erst komplett aufwerten. Dann die Dings bauen. Dann den Ofen bauen, damit die Leute nicht erfrieren. Weil Bretter und sowas, das kommt dann noch später. Müsst ihr erst eine Werkbank machen, die dann, glaube ich, aufwerten. Und dann kann ich das erst machen. Bettchen haben wir immer noch nicht. Naja. Mal gucken. Also ich gehe definitiv davon aus, dass das nicht wird. Okay, wir könnten Eis sammeln. Okay, ich mache schon mal eine Nahrung für später. Die würde ich halt gern schlafen schicken, aber wir haben leider nichts. Okay, das ist fertig. Mal gucken. Ja. Das ist ein... Okay, das ist ein Typ. Okay, Boris, Alter, was denn hier? Der ist zwar langsam, aber der kann viel mitschleppen. Cool. Ich habe geplünderte Tankstelle, eine Menge Lebensmittel, große Menge Materialien. Etwas Vorsicht ist geboten. Ruhiges Haus. Kann ich dorthin? Toll. Ich würde, glaube ich, erstmal hier hingehen. Wenn sie 17 Plätze hat. Ist schon nicht schlecht. Und ich wollte ja eh ein bisschen langsamer machen. Mal gucken. Vielleicht wird es ja was. Außerdem, ich will. Keine Ahnung, warum ich die ganze Zeit sie sage. Wird wahrscheinlich an Last of Us liegen. Schiebe ich jetzt einfach mal drauf. Ist ja eher. Also, Boris. Na toll. Bis ich mich da durchgegraben habe. Mal gucken. Ich hätte ja erstmal. Ich hätte ja erstmal Bock auf Dings gehabt, ne? Auf Essen. Wird aber, glaube ich, nicht so werden. Jo, nehmen wir alles mit. Ich glaube, ich muss mich da wirklich durchgraben. Das wird eine halbe Ewigkeit dauern. Ich hoffe, ich krieg da noch irgendwas drin, ne? Oder ich muss mal probieren, ob ich oben irgendwie rüberkomme. Sieht mir aber bald nicht so aus. Nee, ist zu. Na ja, gut, hilft alles nicht. Ich meine, ich habe keine Schaufel oder nicht. Keine. Mann, doch Schaufel. Und das war jetzt Tankstelle, ne? Ich meine, wenn ihr eh noch ein bisschen braucht. Das habe ich mir beim Lagerhaus-Ton nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, so wichtig war das gar nicht. Egal. Und ich meine, solange der gräbt, ne? So, eine Schaufel. Das Gute ist bloß, wir haben da nicht ein Teil, was wir durchsuchen können. Und dann haben wir noch so einen verkackten Schuttberg, sondern können dann gleich rein. Muss halt bloß ein bisschen auf die Zeit vielleicht achten, weil er halt extrem lange braucht. Und ich habe keinen Bock, dass der in der ersten Nacht schon irgendwie überfallen wird oder verletzt wird. Der ist zwar leicht krank, aber na, was willst du machen? Alles klar, Steffi. Danke fürs Zuhören. Und eventuell bis Freitag, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber
Es wird sehr wahrscheinlich Freitag sein. Wir haben auch hauptsächlich hier nur irgendwelche Spezi-Zeug. Und ich hoffe, dass da sind Ratten und keine Leute. Ja, die machen wir mit. Ich kann trotzdem mal durchgucken. Okay, da ist keiner, das ist von der anderen Seite. Ciao, ciao. Okay, nehmen wir alles mit. So, unter dem Tisch ist eine Nachricht. Nicht wirklich versteckt, aber sie könnte leicht übersehen werden. Die Handschrift nachzuurteilen, muss sie von einer Frau geschrieben worden sein. In aller Eile. Miloš, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich könnte nicht länger warten. Ich habe etwas Schmuck in den Büchern versteckt. Suche im Keller nach ihnen in den Kartons hinter den verriegelten Tür. Benutze ihn. Bleib am Leben. Bitte. Gott beschütze dich. Tut mir leid. Ja, das ist cool. Das ist sehr nett. Da werde ich wahrscheinlich noch nicht hinkommen, weil ich noch eine Brechstange oder irgendwas brauche. Oder eine Säge. Okay. Oh, Essen. Gott sei Dank. Essen und Wasser. Essen, Wasser ist toll. Ich würde aber gerne noch mal ein paar Teile finden. Lull. So wie dazu. Wir sind eh fast voll. Da war ja nichts weiter. Ja, und das von der... Nee, doch, kann ich machen. Doch, kann ich machen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Aber brauchte ich nicht auch Bretter? Für ein Bett eigentlich schon, ne? Lol. Okay, dann gehen wir nochmal hoch. Einfach bloß nochmal zu gucken, was wir hier noch weiter haben. Und dann wieder ab nach Hause. So, dieser arme Mann wurde von der Bombardierung erfasst. Ja, ist halt blöd gelaufen, ne? Auch nichts machen. Hier können wir das noch schnell wegbrechen fürs nächste Mal. Aber sehr viel gibt es hier halt echt nicht. Okay, jetzt schon wieder. Können wir eigentlich noch was hier lassen? Ich würde mal... Ah ne, doch, die Zahnräder können wir noch mitnehmen. Das können wir auch noch mitnehmen. Das können wir nicht mitnehmen, okay. Gut, würde ich sagen, ab nach Hause, wa? Okay. Ah, schwierig. Boris ist zurück. Schaufel, Säge brauche ich noch hier. Gut, der lädt noch. Wenig essen. Mäßig Bestandteile. Oh, ich kann schon wieder nicht schreiben. Und Holz. Und viel Sonstiges. Okay. Unwohl fühlen? Ja, ja, naja. Okay. Emilia, schlecht geschlafen, hungrig. Ja, schlecht geschlafen, hungrig, leicht krank. Aber wo ist denn... Nee, Marvin Boris war das, ne? Hungrig, leicht krank und müde. Wie komme ich denn da hoch? So, pass auf. Du machst mal das. Geht das? Ja, das geht. Du bastelst mal ein Bett. Jo. Das Ding ist, wir brauchen halt mindestens zwei Betten. Auf Medikamente und müde. Der kann sich als erstes mal hinlegen. Dann muss er gleich als nächstes wieder los. Schlecht geschlafen, hungrig, krank. Ja, das Gute ist... Ich kann schon wieder kein Bett bauen, weil mir Holz fehlt. Fuck. Aber ich kann eine Werkstätte bauen.
Ich brauche halt auch eine Schaufel. Toll. Dann setzen wir die mal hier hin. Ah, ungünstig. Weil da wollte ich ja das Bett hin basteln. Gut, ich hoffe mal, dass das so ist, dass wirklich jetzt wieder beim Tag 2 die versuchen zu plündern irgendwas. Oh, warte mal. Ich hoffe, ich habe die Dings jetzt wieder. Weil da oben haben wir ja schon eine. Ich bin ja bescheuert. Habe ich ja komplett vergessen. Hier oben haben wir ja schon eine. Lol. Okay, mach du mal einen Spaten. Du kannst dich mal hinlegen. Du musst heute Abend wieder raus. Nicht vergessen. Auch hungrig. Kann sie vielleicht was kochen? Ich meine, Wasser müssten wir jetzt haben. Okay, hier brauchen wir 5 und hier brauchen wir bloß 6, obwohl wir dann 2 Mahlzeiten kriegen. Dann machen wir das mal. Okay, Schaufel haben wir. Können wir vielleicht noch... Brechstange oder Dietrich? Brechstange oder Dietrich? Habe ich noch eine Brechstange? Gibt es eigentlich viele Orte mit Brechstangen? Da brauchen wir Dietrich, da brauchen wir Säge und Schaufel. Aber die Säge geht halt immer gleich kaputt, das ist die Scheiße. Schaufel, Dietrich, Säge, Schaufel, 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 Brechstange, Schaufel. Wenn ich nicht an die falschen Orte gehe, dann sollte es gehen, dann lasse ich das erst nochmal dabei. Ach stimmt, ich kann ja jetzt hier wegschaufeln. Ha! Pennt. Schlecht geschlafen, hungrig. Ja, komm. Gönn dir mal. Ich wollte gerade sagen, wenn ich da jetzt einen Dietrich brauche. Schön, noch mehr Essen. Okay. Ich hatte erst überlegt, ob ich ihn noch... Oder vielleicht kann ich doch noch ein Bett machen. Es fehlt halt Holz. Shit. Sonst hätte ich ihn liebend gerne nochmal schlafen gelegt. Du kannst das aber in der Zeit mal wegmachen. Sie hat genug gemampft. Okay. Und da ist 100 Pro ein Schrank, wo ich einen Dietrich für brauche. Und ich weiß nicht, ob ich schon ihn gefunden habe. Ich futter mit ihm einfach mal was. Ist halt leicht krank. Ja, ist auch ungünstig. Aber die müssen ja eh Wache halten. Und vielleicht habe ich Glück und kann dann noch ein zweites Bett bauen. So, alles klar. Tag beenden. Mal schauen. Er geht auf jeden Fall mal plündern. Wache stehen. Wache stehen. Ja, super, der geile Supermarkt, ey. Ruhiges Haus kann ich nicht. Vorsicht ist geboten. Bei der Tankstelle war ich noch nicht ganz fertig. Da haben wir halt Materialien noch. Was halt wichtig wäre. Und da kann ich nicht hin. Pass auf, ich gehe einfach mal nochmal hier hin, ne? Da brauchte ich bloß die Schaufel, oder? Nee, fuck, da brauchte ich noch eine Säge. Ich gehe einfach trotzdem mal hin, weil wir haben ja noch Spots, wo viel Holz ist und viele Bestandteile, damit wir uns erstmal wieder ein bisschen was basteln können. Nahrung sollten wir erst mal genug haben. Immer noch auf Medikamente, auch geil. Außerdem, ich glaube, ich habe noch keinen einzigen Ort komplett gelootet. Ach, ich habe einen Dietrich gefunden, okay. Sebastian, ich nehme das spaßhalber mal alles mit.
Einfach bloß, falls wir nochmal herkommen und wir eine Säge haben. Vielleicht ist das, was ich vielleicht ist das das, was ich nochmal jetzt vielleicht in Angriff, vielleicht in Angriff nehmen möchte. Wenn wir jetzt hier nämlich alles mal rausschleppen. Ich weiß nicht, ob es dafür eine Trophäe gibt, aber ich hätte gerne eine. Ich hätte wirklich gerne eine. Und was wir halt nicht brauchen, das kann ich dann halt an dem Ort zurücklassen. Hä? Achso, die Nachricht unter dem Tisch, ja. Kann ich halt an dem Ort zurücklassen und dann ist gut. Dann gehen wir bloß schnell rein, gehen wieder raus und ja. Okay, hier haben wir viel Holz. Könnte sein, dass die so heißt, das weiß ich nicht genau. Siehst du, auf dem Dach können wir eigentlich auch noch. Okay, hier haben wir auch noch mehr Holz. Aber ich brauche eigentlich eher mal Teile. Siehst du, auf dem Dach könnten wir eigentlich auch noch was holen. Hier haben wir doch Teile. Packen wir mal das rein. Das brauchen wir auch noch nicht. Waffenteile brauchen wir eigentlich auch noch nicht. Okay, ich hoffe, ich vergesse das nicht, dass ich das hier hinpacke alles. Ich komme ja eh gleich nochmal runter. Dann können wir das holen. Ich finde schon mal schön, dass hier überhaupt keiner ist. Komme ich da überhaupt rüber? Doch, komme ich sogar. Warum kann das nicht bei jedem Gebiet so sein? Nehmen wir alles mit. Dann ist das Häufchen nämlich auch weg. Ich glaube, die Zahnräder brauchen wir auch. Dann nehme ich eh mal komplett voll das mit den Zahnrädern mit. Und den... Hä, was? Hallo? Was sagen, was ist mit ihm los? Ich lasse mal den Zucker noch hier. Oh, so, das Holz wieder weggepackt. Und die Zahnräder wollte ich noch, ne? Genau. Das passt. Keine Ahnung, was wir hier noch hatten. Aber ich gehe nochmal runter, weil da braucht man, glaube ich, die Säge und... Wo waren jetzt die Leiter hier? Die Säge, um komplett weiterzukommen. Oder brauchten wir hier auch eine Schaufel? Ne, hier war, glaube ich, eine Säge. Hier haben wir nichts. Ah, genau, hier war die Säge. Genau. Gucken, was hier noch ist. Ja, Kräuter, lol. Und hier haben wir auch halt eine Menge Zucker. Ich meine, ich komme hier unten sowieso hin. Ich packe den Zucker nochmal oben hin, hole mir noch ein bisschen Holz oder was auch immer wir da noch gebrauchen könnten. Und dann war es das eigentlich. Ich muss halt bloß gucken, dass ich die Dings nochmal komplett aufwerte. Na. Die Werkbank, damit wir uns eine Säge basteln können. Dann rein. Also das würde ich halt gerne noch mindestens schaffen. So. Zucker kommt noch hier rein. Oh. Passt ja. Oh, passt ganz gut. Ich hoffe, ich kriege das auch dann beim nächsten oder beim entscheidenden Run hier in dem Ding. Oh, oh. Ach so. Was ist mit deinem alten Freund? Auf dem frischen Grab liegt ein sogenannter gefalteter kleiner Origami-Blume. Um die, was? ID eines, eines Mannes namens Nido. Okay. Siehst du, das hatte ich jetzt auch übersehen gehabt. Hier hätten wir ja auch noch was. Aber gut, dass der kleine Sperenzchen macht. Kann ich noch irgendwie was? Nee, kann ich nicht. Okay. Dann gehen wir mal wieder. Theoretisch müssten wir überfallen worden sein, wenn das auch gleich bleibt. Bin ich mir aber nicht sicher. Weil die meisten Lagersachen, also die meisten Orte gefühlt. Okay. Hier ist wieder vollkommen random. Die meisten Orte gefühlt, die hatten wir nämlich schon. Emilia, es scheint so, als würde Emilia anfangen, sich ein wenig unwohl zu fühlen. Ja, das hatten wir doch schon.
Die hat doch was gegessen. Okay. Er ist hungrig und müde. Sie kann gleich mal was kochen. Wir haben kein... Ah, fuck, wir haben kein Wasser. Er war doch der Handwerker. Ich brauche erstmal so ein Regenwasserding. Aber wird es noch regnen eigentlich? Ich meine... Hä? Verstehe ich nicht. Aber egal. Er muss nach oben, weil Hunger und so. Und dann pennen gehen. Nee, warte mal. Wenn wir hier unten nochmal den Haufen haben, dann mache ich den erstmal weg. Leicht krank ist ungeil. Da helfen mir auch keine Bandagen. Ich kann aber mal nach oben gehen, ob ich vielleicht die Werkbank aufwerten kann, wegen der Säge. Ich meine, dann haben wir wenigstens etwas. Und hier muss ich 100 pro einen Filter basteln. Ja, dass der halt so teuer ist. Oder gefühlt so teuer ist halt ungeil. Können wir denn eigentlich schon? Ja, können wir. Okay. Es ist komplett gefroren. Es wäre besser, nur ein wenig Schnee zu sammeln und diesen zu schmelzen. Fuck, ich hätte mir das echt sparen können. Habe ich noch Dosen? Mit Dosen habe ich auch keine. Ja, wie komme ich denn vors Haus? Sitzt da eine Leiche drin? Hier konnten wir jetzt nicht sehen. Wie komme ich denn... Okay, da unten sind auf jeden Fall noch andere Leute. Aber wie kann ich den Schnee sammeln? Toll. Wie kann ich denn hier Schnee sammeln? Ich meine, ohne den Wassersammler bin ich ja... Ach, cool. Toll. Komplett aufgeschmissen. Oder auf dem Dach vielleicht? Ich probiere mal auf dem Dach. Wisst ihr was? Solange du hier nichts machst, kannst du eigentlich mal... Wo ist denn das Bett? Das habe ich auch komplett übersehen. Auch geil. Ja, jetzt haben wir Wasser, aber dreimal reicht nicht. Wir brauchen ja, glaube ich, fünfmal oder so. Ah, okay, du. Jetzt habe ich gesehen, wo ich rauskomme. Da, wo der Typ gekloppt hat. Ich bräuchte noch dreimal Wasser. Dann können wir wenigstens zwei Mahlzeiten machen. Ich schicke ihn erstmal schlafen. Die Zeit vergeht mir sonst zu sehr... Und wenn der halt sehr hungrig ist, dann ist es halt so. Ist nicht weiter schlimm. Vielleicht haben wir noch eine Location, wo wir viel Futter kriegen. Hauptsache, du bist erstmal ausgerüstet, mein Junge. So. Schön schlafi-schlafi machen. Ich sag mal so, wenn ich hier jetzt keinen Schnee... Oder muss ich mir irgendwie ein Schneesammelteil basteln? Das wäre auch ein bisschen doof. Ich meine, er ist doch jetzt gerade draußen. Er kann doch gleich Schnee mitnehmen. Zucker und Holz und so, das ist echt nice. Aber was soll ich jetzt mit dem Schnee machen? Also ich habe das Gefühl, dass die mich dann vielleicht wieder angreifen werden. Oder ich gehe mit ihr mal runter. Vielleicht kriege ich ja dann irgendwo das Schnee her. Mal runter. Wissen Sie, wie viel ich riskiert habe? Ja. Ganz ehrlich, ist mir vollkommen egal. Hier geht es ja noch weiter runter. Wo zum Geier kriege ich hier bitte Schnee her? Also, ja, es schneit draußen, aber... Es wird mir halt auch nicht angezeigt, ob ich irgendwas sammeln kann oder so. Muss ich mir echt irgendwie ein Schneeauffanggerät basteln? Wie dumm wäre das denn? Muss mal gucken.
Weil dann hätte ich mir hier die ganzen Werkzeuge auch sparen können. Okay, hier ist nichts. Es wird auch gleich Nacht. Scheiße. Fuck, ich brauche ein Waffenteil. Okay, wenn ich eh ein Waffenteil finde, muss auf jeden Fall mit, damit ich mir die Säge basteln kann. So, du hast gesagt, ich habe einen Dietrich gefunden. Ich habe sogar wirklich einen Dietrich gefunden. Kannst du mal sehen, wie ich aufpasse. Ne, ich brauche ja mindestens 5-mal Wasser für eine Mahlzeit. Und lass mich raten, das ist der einzigste Kack-Schneeberg hier. Und jetzt sehe ich den. Ist nicht dein Ernst. Okay. Du hast jetzt schon zwei. Ja, ich passe ja nicht mehr so ganz so wirklich auf. Problem ist, ich habe jetzt meine Aufgabe vor Augen. Ich weiß nicht, ob ich dafür eine Trophäe kriege. Ich hoffe es einfach mal, weil es der einzigste. Na, wir haben noch keinen Ort komplett freigeschaufelt und dann habe ich wenigstens heute ein bisschen was erreicht. Wir haben aber hier auch eine neue Location, sage ich mal, auch im Winter, um halt mit anderen Widrigkeiten fertig zu werden, was eigentlich auch ganz interessant ist, was vielleicht auch eventuell ein bisschen einfacher ist. Ich weiß es aber nicht genau. Wo kann ich jetzt den. Na, es ist gleich Nacht. Scheiße, ich habe mich jetzt zu lange aufgehalten mit der Schneesucherei. Er sagt, du bist gefroren. Er scheint ausgeschlafen zu sein. Und ich komme nicht mal rechtzeitig runter, ne? Weil beim Herd könnte ich mir das gut vorstellen. Okay, jetzt ist die Nacht. Schade. Bei dem Herd könnte ich mir das halt gut vorstellen. So, er plündert. Leicht krank, müde. Hungrig. Halt bei allen so. Ich lasse ihn mal im Bett schlafen. Ich hoffe, es kommt keiner vorbei. Und etwas Lebens. Naja, der Supermarkt, da habe ich halt schlechte Erfahrungen gemacht. Und hier ist auch Gefahr. Ich gehe mal hier hin. Warte mal, Weiber. Kirche. Die Kirche. Irgendwo hatte ich sie. Säge und Schaufel. Etwas Essen, etwas Medis. Okay, Säge habe ich ja noch nicht. Ist nicht so schlimm. Die will ich ja für einen anderen Dings haben, nicht die Schaufel mit. Und ich sitze schon wieder doof. Und es lebt. Okay. Wir brauchen Teile, Holz, Essen nicht unbedingt, ne? Ich nehme mal alles mit gleich. Und hier war ich ja, glaube ich, soweit safe, solange ich nicht klaue. Ich meine, ein bisschen Essen wäre auch gut. Ne, ein Waffenteil. Aber hier werde ich keine Waffenteile finden, ne? Ein Waffenteil wollte ich ja. Und ich frage mich jetzt, wenn wir jetzt neue Charaktere haben, die sogar noch mehr schleppen können. Wir haben also nicht viel übrig. Ja, ich lasse dich auch mal in Ruhe. Ich gehe an deinen privaten Scheiß nicht ran, weil du lass mich mal nach unten. Grüße. Weil ja möchte man ja meinen, dass die nett sind. Okay, da brauchte ich die Säge. Muss halt bloß aufpassen, dass ich nicht wieder irgendwo reingrapsche, was Privatbesitz ist. Teddy, lol. Naja, dann. Das ist Privatbesitz. Dann setz dich doch einfach hin und gut ist. Hä, Zutritt verboten, willst du mich verarschen? Oh! Entschuldigung. Och, fick dich, ernsthaft? Doch, ich hab die Schaufel noch. Theoretisch müsste ich gewinnen, aber... Oh, Spiel! Nein, der hat ein Messer, fuck! Ich hab dem nichts getan. Ich wollte bloß... Blöder Penner. Seid ihr auch so drauf? Oh, warte mal, das ist ein Kühlschrank.
Ich lasse euch mal zwei Holz da und nehme mir zwei davon mit, ne? Ich hoffe, das ist okay. Ich tue euch doch nichts. Ach so, das ist die andere Seite von der Gitter. Okay, also da brauche ich schon mal keine Säge. Das ist aber trotzdem. Dann kann ich schon mal gucken, was hier noch ist. Zahnrad brauchte ich, glaube ich, nicht. Wenn ich jetzt irgendwo ein Waffenteil finden würde, wäre das natürlich nice. Und ich weiß auch nicht, warum der eine Drecksack mich da angegriffen hat. Okay, hier kann ich mich verstecken. Das hatte ich, glaube ich, schon. Es ist halt... Scheiße. Oh, warte mal. Gerade sagen, ich habe da irgendwo Wasser gesehen. Muss mit. Wir haben recht wenig. Ich hoffe bloß, dass der... Hat der gepetzt, der Sack, oder was? Der hat gepetzt, ne? Der hat beim Fahrer gepetzt. Ist, als ob ich irgendwas gemacht hätte. Oxy, der beste Hund der Welt, liegt hier begraben. Okay, das ist sehr schön. Komme ich hier? Nee, ich muss auf die andere Seite. Okay, kann ich? Ich muss nur von der anderen Seite blockieren. Okay. Ich weiß, meine Taschen sind voll, aber... Vielleicht habe ich noch genug Zeit, dass ich wenigstens auf die andere Seite komme und von da aus raus, weil der Weg zurück ist wieder kacke und da ist vielleicht der Typ mit dem scheiß Messer wieder. Das will ich halt nicht riskieren. So. Oh, hi. Aber der tut mir nichts, ne? Ich sehe mich nur um. Okay, das ist schön. Ich sehe mich nämlich auch nur um. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Komm schon, irgendein... Ja, es ist vielleicht eine Kirche, aber irgendein Waffenteil wird doch hier rumliegen. Nur Abfall. Okay, und hier können wir auch raus. Das ist hier kein... Ich meine, Waffenteile sind meistens in Privatbesitz, glaube ich, ne? Bringt mir halt alles nichts. Es bringt mir halt alles nichts. Geil. Fetter Berg, den kann ich nochmal wegschaufeln. Und dann, ich glaube, ich werde mich langsam mal auf den Weg in die Heimat machen. Das könnte uns sehr, sehr kritisch werden. Stark, aber langsam. Hm. So. Du hast halt hier eine Menge, was echt schön ist, aber... Kein Waffenteil. Das Lustige ist, ich weiß, ich brauche ein Waffenteil. Ich weiß aber nicht mal mehr, wofür. Hat der eine Waffe gerade gehabt? Okay. Boah, das ist zurück. So, wurden wir ausgeraubt? Das ist ja die Frage. Sonst war es immer schon am zweiten Tag. Jetzt starten wir in Tag 4, glaube ich, rein. Dann bringt das nämlich auch nicht so viel, wenn ich mir das aufschreibe, wenn das relativ random ist. Oder die kommen hier einfach nur anders. Ja, wir wurden geplündert, oder? Okay. Hatten wir da einen Hinweis drauf gehabt, dass hier arschkalt ist? Mia ist gestorben. Mit vielen Wertsachen abgehauen. Okay, ein Wasser, zwei Fleisch, das ist richtig scheiße. Aber zwei Fleisch bringe ich auch wieder mit. Oh. Natürlich sind die auch wieder deprimiert und alles. Aber wo ist denn hier? Er hat halt gepennt, ne? Ganz ehrlich. Nee, das ist das Falsche.
Ich will mal die Säge herstellen, damit wir wenigstens eventuell die Trophäe kriegen. Deshalb brauchte ich Waffenteile. Scheiße, geht noch gar nicht. Deshalb brauchte ich die Waffenteile. Jetzt, Stefan, warum sagst du auch nichts? Du weißt doch, wie vergesserlich ich bin. Kann ich mir wenigstens was Schönes zu essen machen? Ich meine, ich habe ja auch mitgebracht und so, ne? Krank. Ist er auch krank? Ne, er ist nur hungrig. So, gönn ihm mal ein paar Pillen. Fuck. Also, ich hoffe mal stark, dass die, oder ich bezweifle stark, dass die zwei Tage hintereinander uns ausrauben werden. Das wäre richtig, richtig fies vom Spiel. Okay, ich brauche zwei. Habe ich Bücher? Habe ich sogar. Dann können wir uns gleich zwei Essen machen. Ja, ist traurig. Das Problem ist bloß, wenn ich mir jetzt kein Radio oder irgendwas bastel. Nee, ich hab selber Probleme. Ich gehe jetzt nicht an die Tür. Ich gehe mal ein Radio bauen. Vielleicht bringt das ein bisschen was. Damit die hier nicht, ne, sich irgendwie erhängen. Zweites Bett brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Radio. Ja, gut. Packen wir mal da hin. So, du machst mal ein Festmahl für zwei. Wo haben wir denn Waffenteile? Baustelle. Kleines Wohnhaus. So, das reicht erstmal. Du bist traurig, du haust dich aber mal hin. Ist mir egal, ob da jemand wartet. Nee, warte mal. Quatsch. Steh mal wieder auf. Du kannst nachts schlafen legen. So, du haust dich hin. Klassische Musik. Sollte passen. Aber irgendwo brauchte ich doch was, wo ich da durch den Schnee einschmelzen konnte. Wo war denn das gewesen? Müsste das nicht beim Herd gewesen sein? Warte mal. Er hat nicht gegessen. Steh mal wieder auf. Du hast noch nicht gegessen, Mann. Ach, Typ, ey. Erst was Schönes machen und dann ab in die Haie. So wie es auch sein soll. So, du essen. Und du mal gucken. Nee, Quatsch. Ich wollte ja hier mit ihm beim Ofen gucken. Ach, das ist schwierig. So. Gut. Du schleichst jetzt wieder nach oben. Aber es muss ja zum Beispiel auch einen Grund geben, warum wir bis zu, weiß ich nicht, 25, glaube ich, bis zu 25 Slots frei machen können. Ich würde halt zu gern wissen, wie das geht. Okay, hier kann ich definitiv nur... Ah! Aber doch, einen Filter habe ich noch. Mach mal in Holz. Okay, geht dann doch beim Ofen. So, dann tust du mal bitte hier. Kann ich vielleicht gleich noch Essen kochen für den nächsten Tag? Oder dann spare ich mir das, ja? Oder vielleicht gleich zwei Essen? Würde sogar gehen, cool. Aber ich brauche zwei davon. Na gut, machen wir das noch schnell, dann geht's ab in die Nacht. Dann auf jeden Fall zu einem Ort, wo Waffenteile gibt. Eins brauche ich mindestens für die Säge und dann holen wir uns zum Ende nochmal die Trophäe. So, du machst nochmal hier lecker das. Aber das mit dem Afrin ist schon scheiße, weil ich habe auch ein bisschen, nein, ich will nicht sagen Angst, aber wenn er jetzt zum Beispiel wieder alleine zu Hause bleibt, ich habe halt leider nicht auf den Kleinen, das, ja doch, man sieht es neben mir, geachtet, weil da steht ja immer oben, ob wir was brauchen oder nicht, oder wie es den Leuten geht. Und ich habe nicht drauf geachtet, ob das steht, ist am Erfrieren. Jo. Und er ist sogar ausgeschlafen.
So, er schläft im Bett. Er plündert. Militärstützpunkt. Da gibt es mit 100%iger Sicherheit Teile und Waffen. Aber es ist halt Gefahr. Ich will mit ihm halt nicht draufgehen. Große Menge Waffen. Supermarkt und auch Gefahr. Tankstelle, ja. Ich hoffe, dass wir noch zur Tankstelle kommen. Nicht, dass da auch dann Kämpfe sind, dann können wir da gar nicht hin. Das wäre halt doof. Ist halt bei, also es ist vollkommen egal. Ich meine, Militärstützpunkt waren wir noch nie. Werde ich mir auch nicht aufschreiben, weil da werde ich so schnell bestimmt nicht hingehen. Mal gucken. Vielleicht habe ich Glück. Ach, die Nase juckt schon wieder. Ich brauche ja bloß eins und dann irgendwie nach Hause kommen. Ich will doch bloß eine Trophäe haben. Ich weiß nicht mehr, auf welchen Seite ich stehe. Ja, vielleicht liegen hier schon ein paar Waffenteile rum. Ja, toll. Hier ist Sperrgebiet. Ich hoffe, du hast ein paar gut. Was? Ich habe nicht mal gesehen, was er gesagt hat. Ein paar gute Sachen. Muss ich mir jetzt das hier erkaufen? Weil ich kann ja nicht einfach so reinpreschen. Handeln. Kann ich. Munition? Oh. Oh, Waffenteile. Ich brauche ja bloß eins. Ich gebe dir dafür. Hier. Es reicht nicht. Versuch's nochmal. Ich kann dir aber keine Materialien anbieten, Mann. Bloß Waffenteile. Bring das nächste Mal mehr Alkohol. Zumindest okay. Okay, ich komme mit. Meint der jetzt mich? Oder beobachten die mich nur? Ich glaube, die. Ja, nee, Freunde. Hä? Ich bin nur. Oh, wie ich das hasse. Nein, 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 jetzt schleich doch nicht rum. Typ, Alter. Scheiße. Ja, toll. Nein, runter. Runter mit dir, Alter. Nein, Alter, nicht hoch. Alter, die Steuerung manchmal, ne? Ich will doch bloß die scheiß Trophäe haben. Oh, falls er überhaupt Ehe gibt. Und ich wollte mit ihm handeln. Ich wollte mit ihm handeln. Boris. Wir wurden ausgeplündert. Ist mir egal. Komm, mampf deine Suppe. Ich wollte bloß Waffenteile. Das kann doch nicht so schwer sein. Das kann doch nicht so schwer sein. Naja, das hilft nicht bei leicht krank. Wir wurden ja ausgeraubt. Haben wir jetzt überhaupt noch genug Teile? Okay, Militärstützpunkt gehe ich überhaupt nicht mehr. Also Teile haben wir auf jeden Fall genug. Ich brauche halt bloß einmal Waffenteile. Und das kann doch nicht so schwer sein. Und dann, wie kann das außerdem sein, dass ich ein Waffenteil nicht gegen eine Patrone tauschen kann? Warum? Warum reicht das nicht? Ja. Ich habe bloß noch den scheiß Supermarkt. Fuck. Ich hätte eine Schaufel mir herstellen sollen. Scheiße. Alter, gib mir doch bloß. Also, ganz ehrlich, sobald ich ein Waffenteil bloß finde, verschwind ich da. Futter noch die Sippe zu Ende. Stell mir Dings her und dann ist gut. Ich weiß, was ich gesagt habe. Aber noch hat mich keiner gesehen. Fuck.
Okay, kann ich gar nicht alles mitnehmen? Okay, nehmen wir das mit. Okay, Teddy lasse ich mal hier. Okay, hier geht's nicht rein. Warte, da oben ist noch was. Da oben ist noch was. Nochmal Waffenteile. Fucking Zucker. Okay, gut. So, jetzt, ich hau jetzt aber ab. Ist mir egal, ich will bloß das in Haus ausräumen. Das Ding ist, ich werde wahrscheinlich gar nicht mal alles mitkriegen, weil wir keine 17 Plätze mehr haben, sondern bloß noch 10? Also ich muss da zweimal rein. Brauchte ich noch eine Schaufel? Hallo? Oh nein, du bist jetzt aber nicht wieder Mo. Nein. Wir wohnen auch. Ja, das ist mir relativ egal. Lass mich wenigstens. Das arme Mädchen muss hier. Ja! Am Boden zerstört. Warum blinken die Bio so? Nein, will ich nicht, Mann. Das. Oh. Ich will, dass der sich bewegt. Ich will. Es geht schon wieder nicht. Es geht. Ich will ihn was bauen lassen. Ich will ihn was futtern lassen. Schlafen lassen. Und dann ab dahin, wo ich hin will. Das kannst du mir doch nicht erzählen, Mann. Warum bin ich in diese scheiß Militärbasis reingelatscht? Ich meine, muss ich jetzt bloß. Das Ding ist, ich muss ja eh zweimal hin, ne? Er bewegt sich ja fucking nochmal nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay. Ja, möchte ich. Ich gehe hier schon mal hin. Eine Menge Waffen. Hä? Nee. Ach, okay, ich muss bleiben. Ich wollte ja schlafen. Er hat sich ja nicht bewegt, der Herr. Es ist mir halt einfach. Es ist mir halt einfach nicht gegönnt, heute in dem Spiel was zu reißen. Es ist halt. Das ist ein bisschen deprimierend. Wenn man nicht mal mit das machen kann. Ich meine, das passt zum Spiel. Ich würde jetzt am Schluss eigentlich bloß noch mal gucken, ob. Naja, ich habe nur den Tag lang überlebt. Ja, ist schön. Ob es diese Trophäe wirklich gibt. Vielleicht war es auch gar nicht so schlimm gewesen. Gefühlsmäßig ist das aber wesentlich schwieriger. Ach shit, jetzt habe ich ja schon rüber geblendet. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Ich wollte mal gucken, haben wir eventuell neue Leute? Nee, haben wir nicht. Okay, dann ist das nicht so schlimm. Es ist halt. Nee. So, ja, ist okay. Was ist denn das jetzt? Aber schön, dass du dich freust, Stefan. Gucken. Okay, wenn ich Fusel brenne, kriege ich was. Okay, ich glaube irgendwas mit Medizin. Ich glaube, wenn wir die selber herstellen. Wahrscheinlich wenn wir Verbände selber herstellen. Auch geil. Mit die Beschreibung, ne? Zurück vom Abgrund. Die Beschreibung von manchen Sachen. Mit nichts als netten Worten und Taten haben wir einen der unseren durch die Depressionen geholfen. Als ob das funktioniert. Okay, Bude fertig bauen.
Boah, wenn ich jetzt, wenn ich den Winter überstanden hätte, ich weiß aber nicht, wie lange das in dem Spiel dauert, wenn ich den Winter überstanden hätte, hätten wir was gekriegt. Nee. Nee. Ich könnte auch alle auf Wache schicken. Ich glaube, dann kriege ich auch eine. Und jetzt geht das mit den Kindern los. Da sind hier sehr viele Kindertrophäen. Also, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ja. Weil den Kindern muss man übelst helfen. Das Ding ist. Gibt's gar nicht. Gibt's gar nicht. Bin ich von was Falschem ausgegangen? Es wäre aber für mich logisch gewesen. Okay, die Trophäe gibt's anscheinend gar nicht. Dann ist halt ein bisschen weniger schlimm, aber na gut. Ich würde das gerne erstmal beim nächsten Mal noch einmal probieren. Vielleicht mit der Stammgang, damit ich ein bisschen weiterkomme. Ich will halt wenigstens einmal das Ende erreichen im Stream. Das wäre ganz schön. Das versuche ich zumindest zu schaffen. Und das würde ich wahrscheinlich am Freitag machen. Wann ich da anfange, weiß ich nicht genau. Eventuell, ich schätze mal zwischen 17 und 18 Uhr. Und falls doch anders sein sollte, dann erst Sonnabend. Aber ich habe jetzt bis zum Freitag vorgenommen, dann würde ich mit dem Spiel auf jeden Fall weitermachen. Ich sage auf jeden Fall, danke fürs Zusehen. Wir haben heute so gut wie nichts geschafft. Aber ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen lustig. Ich kenne das ja, dass dann einige das total schick finden, wenn ich hier am Verzweifeln bin. Alles klar, wie gesagt, wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich am Freitag zwischen 17 und 18 Uhr. Ansonsten dann Sonnabend. Juli, dann bin ich voll raus. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao.